Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weltenbaustelle. Wie immer mit mir, Brigitte, und heute nicht mit Markus, sondern mit zwei ganz lieben Gästen, der Cassandra von 3P und der Katrin von Edotail. Cassandra, kannst du dich mal kurz vorstellen? Und wir machen es ja in einem ganz bestimmten Rahmen. Und zwar habt ihr das Event March for Kids ins Leben gerufen. Kannst du dazu auch bitte noch ein bisschen was erklären, erzählen? Sehr gerne. Dann danke, dass du dieses Format auch zu uns in den March for Kids geholt hast. Denn ich bin Cassandra von 3P Paper, also Partners in, jetzt habe ich mal, ich habe meinen eigenen Namen falsch gesagt. Pen and Paper Pampers war er mal früher. Wir streamen mittlerweile unter 3P Partners in Pen and Paper und haben im March for Kids wieder den ganzen Monat dem Thema Kinderrollenspielen gewidmet. Es gibt bei uns 13 Streams zu ganz unterschiedlichen Themen, die mit Kinderrollenspielen zu tun haben. Wir möchten aber jetzt nicht nur auch Spiele vorstellen oder so ein interessantes Format wie Weltenbau mit Kindern streamen, sondern auch Spenden sammeln. Und unsere Spenden, die wir sammeln, gehen an das Ronald McDonald House hier in Lübeck. Das ist eine spendenfinanzierte Einrichtung, die es Familien ermöglicht, in der Nähe ihrer erkrankten Kinder zu sein. Also Kinder, die in der Uniklinik liegen, die den ganzen, also die natürlich dort untergekommen sind und damit auch getrennt von ihren Familien sind. Das Ronald McDonald House bietet den Familien die Möglichkeit, dann auf dem Campus zu wohnen. Und da dieses Haus komplett spendenfinanziert ist, versuchen wir, eine Patenschaft für eins der Gemeinschaftsräume dort zu übernehmen. Und dafür sammeln wir Spenden. Das machen wir. Genau, dazu wird es dann auch sowohl in den Shownotes als auch beim Video dann den Link dazu geben. Also ihr findet es alles sehr gut verlinkt, wie immer. Und Katrin, die kennt ihr vielleicht von der Stimme her, Ja. und zwar von Ungeheuer Vernünftig, aber sie macht auch Edutail. Bitte erzähl uns ein bisschen darüber. Ja, hallo, ich bin die Katrin und ja, ich bin hier quasi als Vertreterin von Edutel und Edutel ist eine Firma, die ich vor, ich glaube, mittlerweile 3 Jahre fast irgendwie gegründet habe. Und zwar ja, mache ich edukatives und therapeutisches Pen-and-Paper-Rollenspiel mit und für Kinder. Das biete ich eben an, einmal in einer Ergotherapiepraxis und an Schulen, aber auch im außerschulischen Bereich. Und außerdem gebe ich eben auch Workshops für TherapeutInnen und für LehrerInnen oder andere PädagogInnen und gebe denen eben die Möglichkeit, das dann selber anzuwenden. Und mein Ziel ist eigentlich, dass dann möglichst viele eigenständig die Methode verwenden können. Also in Ungeheuer Vernünftig reflektiere ich ja meistens über Pen and Paper als Medium, so was das so ist. Ja, in meiner Arbeit geht es aber eigentlich immer um den richtigen Einsatz der Methode. Und weil halt auch Weltenbau ein großer Teil davon ist und ich das viel mit Kindern mache, bin ich heute hier. Super, und das Thema heute, also das große Thema, weil wir ja über Kinder reden, wird Weltenbau mit Kindern sein. Also nicht nur für Kinder, sondern wirklich auch bauen mit Kindern. Und dazu möchte ich mal nur kurz erklären, Weltenbau sagt manchen Leuten vielleicht noch immer nicht so viel. Die, was natürlich den Podcast kennen, wissen, was Weltenbau alles heißt. Und zwar kann man ganz kurz dazu sagen, Weltenbau ist ein Werkzeug für verschiedene kreative Arbeiten, um ein Setting zu schaffen. Also muss nicht unbedingt eine ganze Welt sein, es kann wirklich auch nur ein Raum sein, um eine Idee auszuarbeiten, um einen Kontext zu erschaffen. Und dazu wollen wir, also haben wir jetzt vorab auch ein paar Fragen bekommen. Aber wir haben auch nebenbei, weil wir ja auch live streamen, gerade einen Chat, der auch gerne Fragen stellen kann. Und vielleicht haben wir da auch noch ein paar spannende Fragen, die das Ganze dann noch ergänzen. Auch vorab zu den Fragen, die wir bekommen haben. Und zwar die ganz große Frage, ab was für ein Alter ist es sinnvoll? Ich denke mal, in den Weltenbau selber kann man die Kinder natürlich
eigentlich auch schon einführen oder mit einbeziehen, wo sie überhaupt anfangen können, Pen Paper zu spielen. Und das ist eigentlich ab dem, wo sie in der Geschichte so folgen können, ne, dass sie verstehen, dass es irgendwie, ja, wie so die Grundstrukturen der Geschichte sind und dass sie da selber mitspielen können. Und ja, das ist natürlich individuell so ein bisschen unterschiedlich. Es kann da natürlich, ja, manche Kinder geben, die schneller sind, andere, die ein bisschen langsamer sind. Aber ich kann so sagen, die jüngsten Kinder, mit denen ich das regelmäßig mache, sind Vorschulkinder. Da fängt es bei mir an, dass das funktioniert. Und eigentlich, sobald die Pen and Paper irgendwie ein bisschen begreifen, können die auch mit Welten bauen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das deckt sich ja auch mit meiner Erfahrung. Ich habe ja in der Pandemie überhaupt erst angefangen, mit den Kindern Pen and Paper zu spielen und hatte da noch einen Vierjährigen, der ein bisschen, also wirklich ein Ticken zu klein war. Das hat man da dann schon deutlich gemerkt. Und wir haben uns dem ganzen Thema eher auch so genähert, dass ich habe dann so ein Plakat umgedreht und dann, während ich mit dem Größeren, der ein Vorschulkind war zu der Zeit, schon eine Geschichte stringenter erzählen konnte, hat der Kleine halt gemalt. Also er hatte viele Ideen, hatte große Lust auch dabei zu sein, aber er war hauptsächlich dafür verantwortlich, dann da was auszumalen oder dann hier noch irgendwie einen Zaun irgendwie hinzumachen und da noch eine Kuh, sowas halt. Ja, das kann man ja auch gut kombinieren, ne? Die können dann schon punktuell Ideen mit einbringen, aber überblicken das Ganze eben noch nicht, ne? Aber indem die mit einbezogen werden in so einen Prozess, kann man sowas natürlich auch fördern und anregen, dass sowas dann auch vielleicht ja, auf den Weg kommt, sag ich Ja, mal. wer bei uns den Podcast schon etwas länger verfolgt, der weiß ja, dass wir eine kleine Vierjährige daheim haben und dass wir die auch sehr oft zum Weltenbau nutzen, unter Anführungszeichen nutzen. Die hat immer super Ideen, was Namen betrifft. Und was sie auch sehr gern macht, ist, wenn man sie eine kleine Welt gemeinsam mit ihr überlegt. Und dann Figuren und dann einfach fragt, was machen die Figuren, wem könnten die treffen. Also im Prinzip so eine Art kleine Geschichte erzählt. Also nicht im Rollenspieltechnischen, dass sie auch würfeln muss oder dass sie vielleicht irgendwelche Ziele verfolgen soll, sondern einfach, dass man eine Geschichte gemeinsam erzählt, wo sie ein bisschen mit eingreifen kann. Also dieses aktive Erzählen, das aktive gemeinsame Geschichten erzählen, was ja die Grundidee vom Rollenspiel ist, das funktioniert auch mit ganz Kleinen schon ganz gut. Ist halt je nachdem, nach Lust und Laune, mal kürzer, mal länger. Ich muss dann tatsächlich auch sagen, das ist auch was, was ich gelernt habe, eigentlich noch im Spiel mit den Kindern. Eigentlich, dass vieles, wofür man als Erwachsener jetzt für Weltenbau auch so Krücken braucht, ne? Wie zum Beispiel irgendwelche Zufallsgeneratoren oder irgendwelche ja, Zusatzwerke, wo was über Welten steht, dass man das irgendwie dann auch mal teilweise als Krücken wahrnimmt, weil wenn man mit den Kindern wirklich offen spielt und Sachen zulässt, braucht man das gar nicht. Die können das nämlich noch, ne? Und das, da kann man sehr viel auch von denen lernen, diese Freiheit, damit umzugehen. Die kann natürlich auch zu heftig sein, ne? Dass man sich darin verliert und die Struktur eben zerfällt. Aber man kann da auch sehr viel von lernen, einfach sich so auf die Geschichten einzulassen und Sachen zuzulassen und nicht zu sehr in irgendwelchen vorgefahrenen Wegen ja, zu bleiben und wirklich mehr so erkunden und entdecken. Ja, Welt. das war ja auch meine Erfahrung, Genau. weil wir haben dann die Fate-Würfel benutzt, dass ich dann gesagt habe, ne, um schon so noch ein bisschen Rollenspiel-Feeling reinzukriegen, gerade auch der Große, der wollte ja auch würfeln und Dinge schaffen oder Herausforderungen bewältigen. Und dann habe ich nur gesagt, bei dem Plus ist es gelungen, was du vorhast, bei dem Minus ist es gescheitert. Und wenn dann nichts ist, dann erzähl mal, wie die Handlung ausgeht. Dann gebe ich das an dich ab. Und da die haben dann die ganze Zeit natürlich immer das leere Feld gewürfelt. Und das war so ein Chaos. Also es war wirklich. Sie hatten super viel Spaß. Das ist ja auch wieder sowas oder das, was du ja auch gesagt hast, so Katrin. Wir sind da mit so unseren Erwachsenenkonventionen da manchmal auch ein bisschen zu verhaftet, schon in altbekannten Rollen oder Welten. Und die hat das halt ja gar nicht gestört, dass Ninja da ist neben dem Zauberer. Turm neben der Bäckerei, also die sind da wesentlich offener. Ja, das wäre nur eine Frage, habt ihr einen Unterschied entdeckt zwischen den verschiedenen Altersstufen? Also da muss ich euch leider fragen, weil wir nur ein Kind haben
und bei uns in der Gegend keine Kindergruppen existieren. Habt ihr da irgendwas gemerkt? Gerade beim Weltenbau, ob man da vielleicht mehr anleiten muss bei einem gewissen Alter oder ob da vielleicht so bestimmte Tendenzen da sind, was lieber gemocht wird. Ja, also ich glaube, ich finde schon, dass es da, also aus meiner Erfahrung, schon Unterschiede gibt in verschiedenen Altersklassen. Es gibt natürlich auch wieder individuell noch ganz viele Unterschiede, aber was ich festgestellt habe, ist, dass auf jeden Fall die Kleinen noch sehr, sehr offen sind und dann, wie Cassandra auch gesagt hat, auch so Genres, also keine Idee von Genres haben, ne? Und dass so alles durcheinander geht. Und das kann funktionieren, für die funktioniert das auch. Es ist aber sehr anstrengend, das dann zusammenzuhalten, ne? Deshalb finde ich es dann manchmal gerade bei den Kleinen ein bisschen eine Erleichterung, ein Setting irgendwie vorzugeben, was einen Rahmen hat, den man irgendwie überblicken kann, ne? Indem man sich dann zwar frei bewegt, aber der so ein bisschen Struktur hat und ein bisschen leitet, weil die sonst sich verlieren darin. Dann dieses Alter so, weiß ich nicht, so um 10 rum, finde ich relativ unproblematisch. Die haben schon eine relativ gute Idee von Genres, die verstehen schon die Welten so ein bisschen so wie wir auch. Da kommt man sehr gut mit und da kann man sehr produktiv mitarbeiten. Die haben natürlich unterschiedliche Interessen, ne? Die kriegt man dann ein bisschen mit verschiedenen Sachen. Muss sich auch dann ein bisschen auf die Interessen einlassen von denen oder vielleicht auch einfach mal eine Serie gucken oder einen Comic lesen, den die selber lesen, um besser mitreden zu können, sich da auch mal ein bisschen zu recherchieren in die Richtung von denen. Oder auch Computerspiele spielen, ne? Die gut finden. Und dann, wenn die dann noch älter werden und dann schon anfangen, so ein bisschen zu pubertieren, dann wird es schwieriger. Ne? Dann haben die zwar auch teilweise sehr gute Genre-Ideen und die werden noch strukturierter, aber die werden dann auch gleichzeitig schon gehemmt manchmal, ne? In ihrer Fantasie und trauen sich bestimmte Sachen nicht mehr. Dann brauchen die schon fast auch wieder diese Hilfsmittel, die wir eben dann auch brauchen. Und wenn die viel. Ich habe einzelne Kinder, die sehr viel Computer gespielt haben und dann aber auch eher so Solo-Sachen gespielt haben. Die sind dann eben, die müssen dann auch teilweise erst wieder lernen, zusammenzuspielen. Und nicht, dass sie jeder der einzelne Held sind in der Geschichte. Und die spielen und gucken dann zum Teil auch Sachen, die sehr gewaltvoll sind, die aber dann in einem kooperativen Spiel zum Teil nicht mehr funktionieren. Na, und dann funktionieren manchmal auch diese Welten, die sie sich vorstellen, als Rollenspiel nicht mal so eben, jedenfalls nicht ohne die Konsequenzen, die sie dann nicht tragen wollen im Spiel, weil das, ja, das ist, aber das ist auch eine super Chance, sich damit dann auseinanderzusetzen, wenn wir das Spiel so spielen würden, dass es dann auch Konsequenzen gäbe irgendwie. Und dann spielen wir es dann doch wieder anders, wenn sie es reflektiert haben. Ja, also das sind so die drei Stufen, die ich so ganz gut auseinanderhalten kann. Da gibt es natürlich dann noch ganz viele Einzelmöglichkeiten. Das Letztere habe ich auch bei jungen Erwachsenen auch schon öfters gesehen. Also 20 bis 25, da passiert es auch noch sehr oft, Bei dass man manchen da hört wieder das überhaupt dieses, nicht auf. ja, dieses gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Spielen nochmal neu lernen muss. Wir haben ja auch spannenderweise in unserer familiären Kinderrollenspielrunde genau diese Altersstufen vertreten. Und das, was du auch sagst, Katrin, das erlebe ich jetzt auch gerade, weil die Älteste bei uns geht jetzt in Richtung Vorpubertät. Und dann haben wir noch zwei Kinder, die so in der Mitte sind, die wirklich so, die sind, bei denen es so sehr gut funktioniert mit 19 Jahren so. Und dann halt der Jüngste. Und das ist schon immer mal wieder. Mal klappt das richtig gut mit allen Vieren. Und mal merke ich dann immer, wenn auch gerade wieder so mal ein Entwicklungssprung in die eine Richtung war oder in die andere Richtung, einer da wieder ein bisschen hinterherhinkt oder so, dass das dann teilweise gar nicht zusammengeht. Tatsächlich auch. Wir haben ja jetzt auch unsere Nichte, die hat selber, also die Älteste von den Vieren, hat auch selber ein Rollenspiel geschrieben. Und auch wirklich total in ihrem Interessensgebiet und Interessensfeld. Ist dabei aber wirklich sehr egozentrisch, also auch so, dass die Monster und die Dinge, die sie sich so gedacht hat, die sind auch so. Also, dass da schon gar nicht mehr so dieser offene, gemeinsame Aspekt irgendwie gut funktioniert, während der Jüngste ja irgendwie immer noch total in dieser harmonischen und eigentlich sind wir ja alle. Läuft alles zusammen. So bei dem ist es noch ganz natürlich, während sich das dann, je älter die werden, umso weiter differenziert sich das aus. Ja, das ist genauso, wie ich das auch kenne von meinen Gruppen.
Was ich, wo ich es nicht so kenne, ist jetzt in meiner eigenen Familie. Das kann aber auch daher sein, weil meine Große, ne, die ist jetzt 13, die spielt schon länger, ne? Und weil die das schon länger gelernt hat und quasi diese Grundstrukturen des Spiels kennt, weiß sie, dass das nur kooperativ funktioniert. Und sie hat das quasi nicht verlernt, so. Und das ist das, was man sich dann erhalten kann. Aber die, die neu anfangen in dem Alter, die haben fast alle, also nicht alle, aber zum Großteil haben sie genau das, dass sie erstmal so wirklich so sehr auf sich fokussiert sind. Das fängt, ich habe auch Einzelne, die so um die 10 rum, die sind aber auch deswegen bei mir in der Gruppe, ne? Weil die eben auch sehr auf sich fixiert sind. Und dann, wenn sie dann versuchen, was zu leiten, ist es für die auch unheimlich schwierig, ja, wenn die einen Gegner haben, ne, der ist dann aber auch böse und der ist dann auch super stark und da kann man auch nichts dran ändern. Und manchmal merken sie dann, irgendwie macht es jetzt gerade keinen Spaß. Und dann fängt das an, ne? Dann setzen die an, irgendwo ran liegt es. Ja, ich würde das eigentlich auch nicht wollen, gegen den Gegner kämpfen, den ich gerade hier hingesetzt habe. Aber das ist unheimlich anstrengend für die, ne? Da ist genau diese Arbeit, die da passiert, dass sie, mit so einem Gegner kommt man eigentlich gar nicht zu Rande und eigentlich macht das Spiel dann auch keinen Spaß. Und eigentlich wollen wir doch einen, mit dem wir irgendwie uns auseinandersetzen können. Vielleicht sogar mit dem Reden irgendwie. Und da finde ich super spannend. Da machen die unheimlich, da arbeiten die dann. Ja, habt ihr dann auch Unterschiede gesehen in der Komplexität? Also kann man dann gerade mit den Kleineren sagen, brauchen die eine simplere Welt oder kann man da auch schon ein bisschen komplexere Themen bearbeiten oder würdet ihr das nur mit Teenagern machen und jungen Erwachsenen? Ich Ein bisschen. würd sonst vielleicht einfach so wieder laienhaft aus der Erfahrung berichten, dass ich gemerkt habe, dass es definitiv dem Alter gerecht sein muss. Und ich selber da dann auch in die Falle tappe, wenn ich mir die Geschichten selber ausdenke und eben nicht diesen Rahmen habe, bei dem ich halt weiß, das ist jetzt für Kinder eine ab 5 oder das ist jetzt für ein Kind ab 9 oder 10, dass ich dann schon im Nachgang gemerkt habe, dass das Problem, also wirklich, selbst wenn man einen sehr roten oder einen sehr eindeutig roten Faden in der Story irgendwie behält und eigentlich nur gucken möchte, wie die Kinder reagieren und das so das Spiel ist, was wir jetzt an dem Abend eigentlich machen wollen, dass ich schon gemerkt habe, dass es den Jüngsten teilweise überfordert, während es dann für die Älteren alles irgendwie schon zu offensichtlich ist. Also es ist schon, also ich finde das schon schwierig. Jetzt einmal so ein als Beispiel, da war nämlich, da sind sie jemandem begegnet, die gelogen hat. Und den Kleinen, dem ist es nicht in den Sinn gekommen, der war da zu der Zeit, war der 5, dem ist nicht in den Sinn gekommen, dass sie die Gruppe angelogen hat. Während das so für die Älteren, da ist der Groschen gefallen und das war, die hat uns hinters Licht geführt. Und ihn hat das so beschäftigt, der kam 2 Tage später noch zu mir und hat gesagt, wie kann das denn sein, dass sie hat da wirklich nicht die Wahrheit gesagt? Und mir war das gar nicht klar, dass es für ihn, dass ihn das ein bisschen zerrüttet in diesem Gefüge, wenn ich ihm eine Geschichte erzähle, dass da wirklich jemand nicht die Wahrheit sagt. Und das, finde ich, sind schon direkt so Dinge, die man sich gar nicht wirklich klar macht, wenn man auch eine Welt erschafft oder auch irgendwie eine Institution oder irgendwie eine Organisation, meinetwegen, weil man die mit reinbringt, sei es jetzt wirklich irgendwie so eine Gilde, die Gilde der meinetwegen Zuckerbäcker. Und wir dann irgendwie denken, ja, okay, dann die machen da vielleicht irgendwelche heimlichen Sachen, sodass das ein Kind echt total verwirren kann. Ja, also wenn man da sicher gehen will, kann man sich einfach mal auch so Übersichten über Entwicklungsstufen von Kindern anschauen, ne? Also es gibt ja auch ab einer bestimmten Stufe verstehen die auch erst Ironie und das alles, ne? Also es gibt halt wirklich so Sachen, die fallen schwer. Dann müssen die ja auch nicht nur verstehen, dass das eine Lüge ist, sondern gleichzeitig auch noch die Rahmungen auseinanderhalten, ne? Denn du bist das ja. Du sagst das ja, Ja, ne? genau. Ja. Und es ist, also die müssen ja gleichzeitig noch den Nichtspielercharakter und dich auseinanderhalten. Das ist ja auch noch eine kognitive Leistung, die kommt noch obendrauf. Und das ist schon sehr anspruchsvoll. Ich gehe da so einen sehr bequemen Weg meistens, um sowas zu vermeiden. Und das ist das, dass ich in den Gruppen, die ja relativ homogen sind, bei mir jetzt in der Therapie auf jeden Fall, also zu Hause habe ich das auch nicht, aber in der Therapie, wo ich die relativ homogen habe, da mache ich es meistens so, dass ich den Plot gar nicht so geplant habe vorher, sondern es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und dass ich offen frage, was denkt ihr denn? Und dann kommen von denen ja Hypothesen. Und anhand der Hypothesen kann ich festlegen, in welche Möglichkeiten ich überhaupt nehmen kann. Denn das, was nicht denkbar ist, ist auch meistens zu schwer.
Und dann nehme ich, wenn da nichts kommt, die könnte gelogen haben, ist das für mich auch erstmal raus. Außer ich hab irgendwie genau das als Lernziel, dass ich die damit konfrontieren will. Dann würde ich das vielleicht machen und auch vorbereiten. Dann gibt es vielleicht vorher so kleine, sehr leicht durchschaubare Lügen, mit denen ich darauf vorbereite. Später kommt eine größere Lüge. Ne? Also, dass sie schon sich mit Lügen vorher auseinandergesetzt haben, dann ist das Thema aber schon im Raum und überrascht die nicht mehr. Und dann kann ich das machen. Das wäre dann aber mein Lernziel auch. Ne? Das wäre dann halt so ein edukatives Rollenspiel mit genau dem Ziel. Und ansonsten, wenn das gar nicht mein Fokus ist, sondern das nur so ein Rahmen, in dem ich irgendwie spiele und andere Sachen mit denen mache, würde ich gucken, was kommt von denen. Denn das ist immer ein sehr sicherer Hinweis darauf, was für sie denkbar und verständlich ist. Es ist gerade im Chat da die Frage gekommen bezüglich Hilfsmittel. So, ob man mit Klötzen oder mit Karten oder so spielt. Zum Thema Karten kann ich zum Beispiel aber sagen, da unsere noch sehr klein ist, versteht sie Karten noch nicht so wirklich. Wir haben das immer wieder das Thema, weil ich eben aus dem Weltenbau sehr viel Bücher über Karten habe. Wir haben überall Weltkarten herinnen hängen in der Wohnung, im Haus. Und bei uns ist auch so, dass der Osterhase eine Karte hinterlässt, wo er die Sachen versteckt. Aber da muss man wirklich sehr viel helfen. Also dieses Vorstellen, dass man zum Beispiel was von oben sieht, also das funktioniert nur überhaupt nicht. Deswegen Karten würde ich zum Beispiel eher so mit die Volksschüler anfangen. Also Schulbeginner vielleicht nur ein bisschen warten, eher so zweite, dritte Klasse. Ich glaube, da ist dieses Verständnis von Karten eher schon gegeben. Klötze vielleicht schon früher. Ich weiß nicht, wie schaut das bei euch aus? Nimmt sie irgendwas dazu her? Also bei uns ist es so, dass die Kinder ganz automatisch eigentlich anfangen zu malen. Also wenn man dann sagt, wie sieht es aus? Wir haben jetzt bei My Little Pony, haben sie ein Schiff und da fangen sie dann an zu zeichnen, zu malen. Es ist zwar dann, es ist jetzt keine Weltkarte, aber es ist ja schon so deren, ich sag mal, direktes soziales Umfeld, was sie irgendwie mit so einer Karte festhalten. Sie haben immer ihre Häuser gemalt, ihre Schlösser, wo sie dann, wo die Charaktere leben. Also die benutzen das ganz gerne, um sich das selbst zu visualisieren oder auch um ihren Charakter in der Welt irgendwie so zu verorten. Also ich würde das auch so bewerten. Eigentlich ist es ähnlich wie bei der Frage, die wir eben hatten, ne? Also es Genau, ja. gibt das, was man halt also was visualisiert werden kann und was begriffen werden kann aus so einer Karte, das ist eben auch entwicklungsabhängig. Und man kann sich auch angucken, wie zeichnen die Kinder, ne? Wenn die ein Bild positionieren, entspricht das, also die haben ja so ganz normale Bildkompositionen, ne? Manchmal zeichnen die einfach was, weil die es bei anderen Kindern gesehen haben, dass sie es auch so gezeichnet haben. Aber wenn ihr mitkriegt, dass die irgendwas, was im Raum ist oder was in eurer Straße ist, irgendwie ineinander in Abhängigkeit zu zeichnen, dass es was damit zu tun hat, wie die Wirklichkeit ist. Oder wenn die Einrichtung von einem Haus anfangen zu zeichnen, wo die so in etwa ist, dann können die das so ein bisschen überblicken. Ne? Da kann man das auch ganz gut dran erkennen, wo die so sind. Und Karten kannst du natürlich auch auf ganz verschiedenen Levels machen und Niveaustufen. Du kannst denen so einen Grundriss geben von einem Haus, ne, wie es jetzt auch bei Monsterjagd da ganz schön gemacht wird. Das ist ja auch so im direkten Bezug zum Alltag eigentlich. Und dann, was ich ganz viel benutze, bei den ein bisschen größeren, also so ab dritte Klasse oder so, sind diese Battle Maps von Look, wo man so drauf zeichnen kann. Ne? Und das habe ich so viel, so Landschaften. Die haben aber auch mit der Vogelperspektive zum Teil Probleme. Ne? Das muss man dann auch wieder immer wieder erklären. Es ist natürlich super spannend, auch so ein Dungeon zu bauen, ne, und zu sagen, wo müsst ihr da rum? Ich habe auch Kinder, die Orientierungsprobleme haben und Probleme, sich so im Raum zurechtzufinden, auf Karten und auch in der Realität. Was ich zum Teil mache, dass sie sich so ein bisschen besser zurechtfinden, ist auch so ein Spiel, das ich öfters mache. Zum Beispiel, wir hatten zuletzt, die mussten ein U-Boot steuern, genau. Einer war am Steuer. Die anderen konnten aber aus den Fenstern gucken und aus dem Periskop und Kommandos geben. Und dann haben wir den einen in den Raum gestellt und er hatte die Augen zu und die anderen konnten jeweils Kommandos geben nach rechts, links oder nach vorne oder Stopp. Und dann orientieren die sich und geben sich gegenseitig die Kommandos und gucken, wo sie sind. Also ich versuche das dann tatsächlich auch manchmal von der Ebene des Papiers wegzunehmen, damit die das ganzheitlich erfahren, ne? Oder dass wir uns im Raum da was bewegen. Und das kombiniere ich sehr gerne.
damit die eine Möglichkeit haben, sich das zu erarbeiten. Und jetzt bei den Größeren, die damit ein bisschen geschickter sind, arbeite ich auch mit diesen, es gibt so Rätsel, wo die auf so karierten Blättern quasi so Bilder malen müssen, ne? Geh jetzt eins nach oben und zwei nach rechts und sowas, ne? Das kann man mit Karten kombinieren. Das kann man auch gut für Rätsel nehmen, um Formen zu machen. Und dann erkennen die erst, was das für eine Struktur ist. Das sind alles so Spielereien, wo man das auch mit fördern kann. Aber man kann auch schnell jemanden überfordern, wenn der da noch nicht ist, tatsächlich. Also deshalb, da muss man immer erst gucken, wo steht der? Kann der das überhaupt überblicken, derjenige? Sonst ist das auch schnell frustrierend. Wir haben gerade in unserer My Little Pony Runde, die dieses Sandboxing Melodie der Wellen Abenteuer hat. Das Ja. ist halt mit der Karte, das ist halt sehr schön, weil sie diese Blankokarte haben, die haben wir auch ausgedruckt und zusammengeklebt. Ich habe denen dann auch, als sie da angekommen sind in diesem Meer und jetzt halt ihr Schiff haben, in die Hand gedrückt. Aber auch da merkt man den Unterschied. Die machen die Karte auf und dann habe ich sofort irgendwie der Sohn, der sagt, oh, ich will dahin, das sieht interessant aus und lass uns mal dahin steuern. Und dann aber auch dann zwei, also aus der Runde, die sich da komplett zurücklehnen und wo man dann auch merkt, die haben gar nicht das Interesse. Also das ist so, die Welt so zu erkunden. Was meine nur ganz gern macht, ist, dass sie sich als die Figuren verkleidet, also wirklich in die Richtung Lab, wobei sie halt nur nicht das Durchhaltevermögen hat, dass sie sie in eine Figur verwandelt, in ihrem Sinne, sondern dass sie sie immer in verschiedene, also als verschiedene Figuren verkleidet. Aber das ist auch zum Beispiel eine Methode, dass man so wie eine Art kleines Theaterstück, aber immer nur ganz kurz, wenn man nur so kleine Kinder hat, dass man das dann so umsetzt. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, dass man da so ein bisschen reinkommt. Also das habe ich tatsächlich auch bei diesem einen Rollenspiel, was ich jetzt öfters halt, was ich so quasi fertig habe, was ich immer nehme, wenn ich so quasi One-Shot-mäßig mit Kindern spiele. Da habe ich auch zu jeder Figur so eine Maske, die man sich dann basteln kann. Ne? Die muss man dann nicht tragen, aber das ist manchmal so ein bisschen, die zu machen, ist schon so ein Prozess, in die Rolle zu kommen. Ne? Da gibt es dann noch andere Sachen, die auch dahin führen, aber für manche ist das eben wirklich dann so eine Identifikation. Und wenn man die dann da liegen hat, weiß auch jeder, wer derjenige ist. So, das ist dann auch so eine Hilfe für die anderen, wenn man den anspricht dann. Ich mache das ja auch so gerne, ne? Also für den Stream, weil ich ja schon auch so angefangen habe. Aber Brigitte da auch, ne? Mit Perücke und so. Ja, Wir haben genau. da auch Bock. Also ich meine, wir Erwachsene haben da ja auch Bock drauf. Und für mich ist es tatsächlich auch so das Ritual, um in die Rolle zu kommen. Ich bin jetzt keine großartige Performerin von irgendeiner Rolle, aber mir reicht es dann, wenn ich mich entsprechend geschminkt habe, die Haare so aussehen, so um so für mich da auch schon so einen Unterschied zu empfinden beim Spielen. Ja, das kann einfach eine Hilfestellung sein, ne? Aber dann eben in den Charakter auch zu kommen. Ja, auch den Alltag einfach so ein bisschen abzustreifen, ne? Ja. Genau, das ist ja bei den Kindern genauso. Die haben Mhm. ja auch ihren Alltag und dass sie irgendwo in eine Rolle kommen zum Spielen, brauchen sie auch ihre Rituale. Das ist ja dann bei jedem anders. Jo, es ist noch eine Frage aus dem Chat gekommen. Und zwar, baut ihr wirklich ganze Welten mit den Kindern oder beschränkt ihr euch eher auf zum Beispiel Gebäude, eine bestimmte Gilde oder einen Waldabschnitt oder dergleichen, um das Ganze möglichst einfach überschaubar zu halten? Ich würde sagen, Komplexität, was wir vorher angesprochen haben, hängt auch vom Alter ab. Nicht jedes Kind kann eine Welt erfassen, also unsere versteht es noch immer nicht, was ein Land ist. Ein Dorf geht gerade noch, eine Stadt ist auch schon wow, das ist schwierig zum Verstehen. Es kommt auch darauf an, wie die Kinder aufwachsen. Also Stadt vielleicht eher zu verstehen, wenn man in der Stadt selber aufwächst und viel unterwegs ist in der Stadt. Aber eher, je älter das sie werden, desto mehr verstehen sie eigentlich um das Drumherum, Universum oder so irgendwas, würde ich Ja. nur nicht mit kleinen Kindern auf keinen Fall machen. Ja, klar, ne? Also es muss überblickbar sein. Manchmal kann man schon relativ schnell ein bisschen größere Welten nutzen, wenn man bekannte Welten nutzt. Ne? Wenn man guckt, was kennen die so, wenn wir sagen, wir spielen jetzt in der Märchenwelt so, dann ist schon so eine Vorstellung, wie die so in etwa sein kann. Also jetzt nicht konkret, ne? Und du musst jetzt nicht überall wissen, wo jetzt welches Schloss ist, aber du weißt schon in etwa, worüber wir sprechen und was in die Welt gehört. Ne? Und wenn du sagst, ihr spielt dann Equestria oder was und die Kinder kennen die Serie, dann musst du ja auch nicht mehr alles davon bauen. Du hast dann so einen Rahmen, der ist irgendwie bekannt und du konzentrierst dich dann auf irgendwas, was du dann ausbaust. Und wenn ich mit denen ganz neue Sachen mache,
fange ich auch irgendwo an, dass es überblickbar ist. Und dann ist eben auch die Frage, was ist relevant für dein Spiel? Wenn es ganz wichtig ist für die Situation, in der du spielst, dass da irgendeine größere Konstellation ist, die jetzt beeinflusst, ne, dass du da jetzt irgendwelche Probleme da im Kleinen hast, dann kannst du die vorher einführen. Ist aber meistens nicht unbedingt nötig. Also ich finde das ist halt auch eher für die Größeren, aber ich fand diesen Ansatz von Beyond the Wall immer ganz schön, ne? Wo man am Anfang gemeinsam dieses Dorf baut und von da aus dann immer so ein bisschen Schauplätze dazu nimmt, dass es so wächst. Und so in der Art, finde ich, ist es überschaubar, sich was zu erarbeiten. Und was das jetzt genau für ein Setting ist, kann man natürlich von den Interessen der Kinder ausmachen. Man kann auch schon früh im Weltall spielen, das geht auch. Und du kannst auch statt im Dorf in einer Raumstation anfangen. Aber du kannst halt nicht zu viele kleine Sachen haben, die schon von Anfang an eine Rolle spielen, weil es einfach nicht mehr überblickt werden kann. Das ist aber für mich eigentlich fast genauso ein Problem für die Kinder selber auch, ne? Und das Gleiche gilt aber auch nicht nur für die Welt, sondern auch für den Charakterbogen. Wenn da alles, was da draufsteht, was du nicht mehr überblicken kannst, ist halt auch zu viel. Und ja, das gilt ja für die Welt genauso wie für deine Figur selber, ne? Also das, was irgendwie relevant ist, womit du arbeiten kannst und was wirklich einen Einfluss hat auf das, was du tust, das hat eine Berechtigung und alles andere brauchen wir nicht. Wenn man das nicht erträgt, weil das einem dann zu sehr im Raum schwankt, dann muss man irgendeine fertige Welt wahrscheinlich nehmen. Weil ansonsten, ich meine, es haben sich ja schon genug Rollenspieler irgendwie dieser Mammutaufgabe ergeben, eine Welt komplett zu beschreiben. Und die sitzen immer alle noch an ihren Schreibtischen, glaube ich. Das stimmt, aber kurzer Shoutout an Shay Igrima, denn bei ihr wird es am 20.03. eine Runde Beyond the Wall geben. Eben das, was Katrin gesagt hat, weil es wirklich sich wunderbar eignet. Und da könnt ihr das dann auch live im Stream bei Shay dann zugucken, wie genau das gebaut wird. Und ich werde mit Micha von Green Gorilla ja auch die Münzwelt weiterbauen, auch bei uns im Livestream. Und da haben wir die schöne und bequeme Art der Münzwelt, dass es schon viel vorgegeben ist und gleichzeitig so offen. Also, dass wir es quasi künstlich begrenzen durch die Inseln, die wir da auf der hellen oder auf der dunklen Seite der Münzwelt haben. Es ist halt weiß-dunkel, da hast du schon direkt ein Thema. Und weißt auch, dass es dann dementsprechend düsterer wird, hell dann dementsprechend das Gegenteil davon. Aber durch die thematischen Inseln, die wir da haben, wird auch da wieder viel vorgegeben. Und genau in diesem Rahmen bewegen wir uns dann für den Weltenbau. Das sind dann auch so, das sind Hilfsmittel für uns dann, um das entsprechend zu gestalten. Ja. Und was man halt auch sagen muss, wenn die Kinder etwas kennen, also mehrere, wenn du eine Gruppe hast von Kindern, zum Beispiel eben im schulischen Kontext oder überhaupt seine Kindergruppe leitest, wenn alle ein bestimmtes Setting kennen und das mögen, dann muss man weniger erklären. Dann hat die Welt schon vorgegebene Regeln, die jeder kennt, an die sich auch jeder halten wird. Das ist ja bei Erwachsenen genauso. Wir haben ja auch Avatar gespielt, wir haben das gekannt und wir haben gewusst, wie die Welt funktioniert. Und das ist natürlich auch... D&D kennen auch sehr viele und die meisten, was D&D spielen, wissen auch, wie die verschiedenen Welten von D&D funktionieren. Und da hat man sozusagen so einen Gruppenvertrag, wo jeder auch automatisch weiß, was wird gespielt, wie wird das ungefähr ablaufen. Und das hat man bei Kindern ja auch, wenn man irgendwas Bekanntes spielt. Oder die Methoden generell für Erzählspiele ja verwendet, in der dieser Weltbau gemeinsam gemacht wird, dass man selber sich das festlegt, dass man sagt, so, wir sind jetzt in diesem Dorf, welches Haus gibt es da? Und dann jedes Kind ein Haus erschafft und dann aber auch miteinander das dann entsprechend entwickelt, weil die halt einfach die cooleren Ideen ja auch ganz oft haben als man selbst. Was bei Kindern auch noch ganz gut funktioniert, weil das ist für die noch, also gerade für die Kleineren, ist das noch nicht so ausgelutscht wie für uns, sind so Themen, die man auch in Schule oft hat, sowas wie so Jahreszeiten oder jahreszeitliche Feste oder sowas. Da kann man sich auch wunderbar dran entlanghangeln, weil wenn du sagst, okay, es geht jetzt irgendwie um den Osterhasen heute, dann ist auch schon irgendwie alles so ein bisschen klar, ne? Also es sind so Sachen,
die sind jetzt vielleicht nicht so naheliegend als Rollenspielthemen, aber die funktionieren für die Kinder halt total super. Wenn man einfach mal gerade so guckt, was ist denn jetzt gerade wieder aktuell, dann funktioniert das auch wunderbar. Ich hatte jetzt letztens ein ganz tolles Abenteuer einfach im Schwimmbad, weil sie oder hier war irgendwo war eine Kirmes und ein Kind konnte sich nicht konzentrieren auf das Rollenspiel, weil sie so gern auf die Kirmes gehen. Da habe ich gedacht, Kinder, machen wir jetzt hier Kirmes. Dann, was gehört denn zur Kirmes? Welches Problem kann es denn jetzt hier geben auf der Kirmes? Und da war das Rollenspiel fertig vorbereitet und super Abenteuer. Muss auch nicht immer so kompliziert sein. Ja, vor allem auch nicht so starr, ne? Also dass man wirklich den Moment mit aufgreift, weil das ist ja auch das, finde ich, was das Rollenspiel mit den Kindern und dementsprechend auch den Weltenbau mit den Kindern ja so spannend und so interessant macht. Wenn du dich darauf einlassen kannst, genau diesen Moment abzugreifen. Ja, vor allem, es muss bei Kindern nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken geben, das Gut und Böse, was viele denken. Weil gerade bei den Kleineren sind so ganz alltägliche Aufgaben, alltägliche Probleme ja auch ein großes Thema, was auch viel Spaß machen kann, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen oder das anders zu lösen. Wie zum Beispiel bei Little Wizard einfach mal mit magischen Fähigkeiten irgendwas auszuprobieren. Oder wenn man selber vielleicht ein kleines Monster spielt, das wird vielleicht das Problem etwas anders angehen. Ja, es ist auch was ich von den Kindern eigentlich auch ziemlich viel gelernt habe, wie einfach das eigentlich auch ist, Spiele zu spielen, wo es nicht unbedingt den Bösewicht geben muss, beziehungsweise wenn es einen gibt, dann hat er irgendeine Motivation, ne, und ist vielleicht ansprechbar oder irgendwie. Und dann gibt es irgendwie einfach nur ein Problem, was gelöst werden muss. Ne? Das sind ja auch viele Spiele, die in die Richtung gehen, die für Kinder sind, aber viele eben auch nicht. Und da sehe ich auch so ein bisschen, ja, nicht unbedingt eine Gefahr, aber ich spiele es halt nicht so gerne. Also ich habe auch gerne irgendwie schwierige Rollenspiele und ich spiele auch gerne selber unreflektiert, ne, und löse Sachen einfach total. Also wenn ich in meinem Alltag oft total komplexe Probleme habe und mich damit auseinandersetze und die ganze Zeit überlege, was wollen denn die anderen, was ist denn für jeden das Beste, finde ich es total entspannt, wenn ich auf irgendwas mit einem Hammer draufhauen kann und das ist kaputt so. Und dann ist das Problem weg. Ja, so das kann ich auch verstehen, das ist ja auch befreiend. Ne? Aber was sie eigentlich lernen, oder was wir uns ja wünschen, ist ja gerade, dass Kinder auch lernen, irgendwie Probleme kreativ zu lösen und nicht immer auf die eine einfachste Art, nämlich das Ganze platt zu hauen. Und ja, dann ist es natürlich schöner, wenn es kreative Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Und ganz im Ernst, wenn man das viel macht und es die ganze Zeit immer nur alles platt gehauen wird, ist es ja auch langweilig irgendwann. Ne? Ja. Und wenn man so ein bisschen in die Monster reinguckt, das ist ja das, was ich auf der anderen Seite immer mit meinem Ungeheuer vernünftig Podcast mache, steckt ja auch meistens irgendwas hinter den Ungeheuern. Und wenn man die sich so ganz genau anguckt, dann ist es auch viel spannender, die ein bisschen besser kennenzulernen und was es noch mit denen auf sich hat. Und wenn die Kinder von Anfang an lernen, damit so umzugehen, ne, dann lernen die auch, denke ich, ja, wie man auch mit solchen Mythen und Monstern einfach umgehen kann, ne? Was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und das ist auch eigentlich schon so eine Aufgabe, die ich auch sehe, die man auch hat, wenn man das so mit ein bisschen Anspruch verwenden will. Es ist ja auch nicht, dass Kampf verboten ist. Aber was ich halt schade finde, ist, wenn Kinder an Rollenspiel herangeführt werden mit einer Art zu spielen, die halt nichts anderes oder vor allem nur das zulässt. Mhm. Weil dann sind die nämlich einmal in dieser Schiene und dann spielen die auch nicht mehr kreativ. Dann ist das wie so ein Ego-Shooter. Ja, ich versuche das ja auch immer so ein bisschen zu differenzieren. Und dann ich nenne es dann immer diesen gamistischen Aspekt beim Spielen. Also wirklich jetzt, ne, die Hürde überwinden, auch das Problem zu lösen, jetzt egal wie. Und manchmal einfach wirklich das freie Spielen, das ist, was es ja auch so befreiend machen kann. Da habe ich, glaube ich, so im familiären Kontext ein bisschen mehr Freiheiten einfach, weil ich ja nicht so jetzt wie Katrin, wie du jetzt beispielsweise, da hast du die Stunde, ne, und dann, und das ist ja sehr eher zielgerichtet, weil bei uns ist es ja manchmal dann noch einfach, wenn man sich halt drauf einlassen kann, zu sagen, was Brigitte nämlich meinte, da erinnerte ich mich. Manchmal
manchmal spielen die Kinder einfach nur so unfassbar gerne ihre Rolle und genießen das. Meine Nichte hat ein schlampiges Pony beispielsweise. Die ist super unordentlich und super schmutzig. Und die suhlt sich mit Freuden in diesem Charakter. Und die möchte nichts anderes machen, wenn wir spielen, als diesen Charakter so auszuleben und auszuspielen. Während die anderen dann natürlich auch das Problem lösen und weitergehen wollen und so. Und ich sehe dann aber so, dass die gerade so enorm dieses Bedürfnis und auch die Freude daran hat, das zu tun. Und das ist dann halt auch schön, wenn die vielleicht mal auch so eine Rollenspiel-Session einfach nur Character-Play gemacht haben. Oder das, was ja immer so böse, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt als negativen Begriff, aber mir wurde das immer als Barbie-Spiel irgendwie immer vorgeworfen, so ein bisschen negativ konnotiert, wenn du einfach nur so Freude hattest, so dein Umfeld zu basteln und so dein Heim des Charakters irgendwie so auszustaffieren, ohne halt jetzt wirklich im gamistischen Sinne diesen Charakter irgendwie nach vorne zu bringen. Und die Kinder dieses Barbie-Spiel unglaublich gern und unglaublich gut machen und ich das immer schön finde, dass die da das noch nicht so negativ haben oder es nicht so negativ gesehen wird. Ja, nee, das sehe ich auch und das habe ich auch in den Gruppen und ich hatte auch in den Gruppen schon Stunden, da hatten die den Bedarf und sagten, wir wollen jetzt unsere Base Ja, bauen. cool. Wir wollen jetzt alle Schön. unser Bett bauen. Ich hab so ein Poster gemacht, da haben die alle so aufklappbare Häuschen und haben ihre Häuser eingerichtet und sich dann gegenseitig gesagt, ja, und hier kannst du bei mir wohnen und hier kann ich bei dir, wenn ich dahin komme und was brauchen wir noch? Ich habe dann auch so ein paar kleine Aufgaben natürlich wieder versteckt, weil die alle nicht schreiben wollten. Habe ich ihnen gesagt, okay, das kann ich nicht so gut erkennen, kannst du mal aufschreiben, was das sein soll? Und habe die dann ein paar Worte schreiben lassen, was sie auch sowieso üben sollten und die auch korrigiert und so. Das waren, aber sie haben es nicht wirklich mitgekriegt und haben, also sie haben halt ein bisschen Schreiben geübt und gleichzeitig ihre Base gebaut. Aber das wurde von keinem, also ich als Spielleiterin ja sowieso nicht, aber die auch untereinander, die haben das halt dann gemeinsam gemacht. Das ist Teil des Spiels. Ich finde, kann Teil des Spiels sein und das hat genauso da eine Berechtigung wie alles andere auch, ne? Und man kann ja auch immer wieder darauf zurückkommen. Und ich gehe auch auf sowas ein. Wenn ich stelle nur dann immer sicher, dass ich halt so Sachen mit einfließen lasse, wo ich weiß, die üben jetzt das, was sie üben sollen, so, ne? Aber sowas gemeinsam so eine Base zu bauen, verbindet ja auch noch total, ne? Ja. Und wenn jetzt nicht nur einer für sich alleine sich im Schlamm suhlt, sondern die anderen dann natürlich auch zu in Be Beziehung stehen und darauf vielleicht irgendwie reagieren und da vielleicht eine Schlammschlacht entsteht und jemand anders vielleicht spielen kann, wie eklig er das findet und sich dann aber auch mal so rauslassen kann. Das ist ja auch alles wichtig, ne? Dass das gemacht werden kann, dass man dann dazu steht und sich miteinander auseinandersetzt. Vielleicht kommt es auch zum Konflikt. So was hatte ich letztens. Dann da haben wir einen Konflikt ausgespielt, weil alle Tauchanzüge anhatten, außer einem. Und der hat sich furchtbar erschreckt, weil die Froschmenschen kommen und hat die angegriffen. Ne? Und dann hatten wir Player versus Player. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, ja, wenn ihr jetzt die Sachen ausziehen würdet, würde mein Charakter ja sehen, dass ihr das nicht seid. Also war quasi für ihn ein Training, wie er so eine Deeskalation durchführen kann. Das ist auch genau das, was derjenige üben sollte. So. Also manchmal funktioniert es auch super, wenn man die einfach mal sowas laufen lässt und wenn es nicht genau im engen Sinne das ist, was man vorher als Rollenspiel sich vorgenommen hat. Also so ruhig mal zulassen, weil meistens haben die ja auch einen Grund, warum die genau das machen wollen. Es ist ja ein Bedürfnis, wie du sagst. Und wenn das jetzt nicht. Es wird dann problematisch, wenn die Bedürfnisse extrem entgegenlaufen, ne? Wenn die anderen super davon genervt werden und dann die Stimmung kippt und die anfangen wirklich gegeneinander zu spielen. Bei mir mit dem kleinen Angriff, das war halt zwar gegeneinander in den Figuren, aber die haben nicht gegeneinander als Spieler gespielt. Aber wenn das passiert, dann muss man wirklich aufpassen und versuchen, da irgendeine Möglichkeit zu finden. Aber das ist das Einzige, was dann wirklich schwierig ist, wenn jemand dann da eben nicht dazu kommt, das zu machen, was ihm ganz, ganz wichtig ist. Oder die Ja, Welt, von. Entschuldigung, also die Welt dann wieder damit mit reinholen, ne? Also wenn man sagt, so Weltbau oder Weltenbau ist auch das gerade, was die möchten, nämlich die Base bauen, das Zuhause und die Welt da draußen, dass man es dann aber irgendwie dann vor die Tür stellt oder so, damit man da anfängt, das dann doch wieder ein bisschen zu erweitern für die, die ein bisschen mehr sehen wollen, als jetzt nur die vier Wände, die da gerade gebaut werden. Ja, ich würde die wahrscheinlich dazu kriegen, wenn mir irgendwann auffällt, dass die etwas brauchen in ihrem Haus, was aber nicht da Ja, ist, dass es aber genau. draußen gibt. Und dann hat man schon die nächste Queste und dann ziehen die los, weil die ihr Katapult irgendwie jetzt bauen wollen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem, sie können ja damit ein bisschen selber auch die Welt und sich selbst reflektieren. Also, wenn man sagt, das und das gibt es in der Welt, dann weiß man auch, okay, wenn jeder dann mit dem Kontext zufrieden ist, dann ist es ja
eine bestimmte Welt. Man kann nicht irgendwas reinstellen und die sagen, ja, das gibt es ja, wie zum Beispiel, man macht eine Fantasy-Welt und der sagt, er möchte jetzt Kalaschnikow drinnen haben oder eine Laserpistole oder so irgendwas. Dann hat man ja auch wieder ein bisschen Kontext und ein bisschen Persönlichkeit in der eigenen Welt. Ja, aber nur zu dem Thema Gut und Böse. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn man den angeblichen Bösen auch noch eine Hintergrundgeschichte gibt, vor allem warum der so agiert und das für die Kinder nachvollziehbar ist, dann wird das Böse auch nicht mehr so gruselig, auch im realen Kontext. Das Ja, ist dann das so ein Lernprozess, ist ein was die super Kinder haben. Training. Total. Es ist ja auch genau das, was Monsterjagd ja macht, ne? Das ist ja genau das, was das Spiel eigentlich, was der Hintergrund von diesem Monsterjagdspiel ist. Da geht es ja darum, immer mehr über das Monster herauszufinden und dann wird es immer weniger gefährlich und immer leichter wird es dann, sich diesem Monster irgendwie zu stellen. Und bei mir ist es meistens, wenn ich selber spiele, dann spiele ich das gar nicht so, also wie es jetzt dasteht, sondern die Monster sind ja zum Beispiel der böse Wolf im Märchenwald oder was, ne? Und dann treffen die auf den und dann sprechen die den dann irgendwann an oder sie haben ihn angegriffen und der sagt irgendwas. Und in dem Moment, wo Kommunikation stattfindet, wird halt irgendein Problem deutlich. Und dann geht es halt um diese Problemlösung. Und dann geht es gar nicht mehr darum, den zu besiegen, sondern wie kann man dem jetzt irgendwie helfen oder wie kann man diesen Konflikt jetzt lösen. Ich hatte auch schon Gruppen, dann wollen welche unbedingt kämpfen und die anderen sagen, nee, aber das macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Und demjenigen ist auch schon Sinn, klar, dass es keinen Sinn macht, der will aber kämpfen. Und da muss man irgendeinen anderen Grund finden, warum man irgendwie kämpfen kann. Dann gibt es irgendein Turnier oder so. Und aber das merken die aber auch selber, ne? Sie merken auch selber dann, okay, eigentlich für die Geschichte und zur Problemlösung macht dieser aggressive Ansatz gar keinen Sinn. Ich habe aber das Bedürfnis, das auszuleben. Wie kann ich das jetzt am besten tun? Wenn wir die so weit haben, dass sie darüber nachdenken, das sind ja schon weiter als viele Erwachsene in der Welt Yes. so. Ja, definitiv. Ja. Ja, also jetzt haben wir eigentlich eh schon ziemlich viele Punkte abgearbeitet, also ziemlich viele Fragen beantwortet. Worauf würdet ihr allgemein bei bestimmten Altersgruppen achten beim Weltenbau? Also wir haben jetzt vorhin eh schon mal angesprochen, was können sich die Kinder vorstellen, wie weit sind sie in ihrer Entwicklung? Das würde ich mal jetzt ganz oben auf die Liste stellen, gerade wenn man mit Kindern arbeitet. Wie viel Unterschied macht das zum Beispiel? Da spreche ich jetzt vor allem Katrin an, weil die auch mit älteren Kindern arbeitet, beziehungsweise Jugendlichen. Was für einen Unterschied macht das bei Jungs und Mädchen, gerade im vorpubertären und pubertären Bereich? Da ist ja die Entwicklung nicht mehr so gleichlaufend wie bei den kleineren. Ist da ein großer Unterschied? Nee, ich habe den gar nicht als so groß empfunden, muss ich tatsächlich sagen. Also ich hatte auch gerade in dem Alter auch gemischte Gruppen. Was eher ein Problem ist, ist, dass wir oft den Fall haben, dass die Mädchen dann viel stiller sind, ne? Und die, also oft, es ist nicht immer so, aber es ist oft so, dass die Mädchen eher still sind und die Jungs dann eher sich in den Vordergrund begeben. Und dass man da aufpassen muss, ne? Und dass man dann eben da auch eine Kommunikationsstruktur irgendwie macht, dass jeder halt zu seinem Teil da auch was beitragen kann. Das ist dann eher, glaube ich, wichtig. Was ich halt bei den, wenn die anfangen zu pubertieren, oft gemerkt habe, ist, oder auch schon ein bisschen davor, also ich habe oft ein bisschen Problem, wenn ich jetzt einfach nur Sachen benutzen will, die schon fertig sind, ne? Dass die entweder zu kindlich sind. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Das sage ich jetzt auch nochmal allen Verlagen. Also, dass die Sachen entweder zu kindlich aussehen und wenn die cool sind, dann haben die aber Inhalte, die ich für die Kinder nicht nehmen kann. Auf jeden Fall nicht in Therapie und auch nicht in Schule, weil die zum Teil sexualisierend sind oder zu viel Gewalt dargestellt ist oder zu gruselige Sachen. Natürlich kann man da immer noch mal irgendein gruseliges Monster sich selber irgendwie noch zusätzlich dahinlegen, wenn man das braucht, ne? Aber wenn ich halt immer aufpassen muss, das, was ich alles nicht zeigen kann oder darf oder womit die sich auch nicht wohlfühlen, das ist dann ein Problem, ne? Und da habe ich bei den Jugendlichen wirklich das Problem, weil es
für die dann oft nicht genau die passenden Sachen gibt. Ne? Zum Beispiel wollen die Mädchen dann auch nicht so eine leicht bekleidete Figur spielen, wenn die dann in irgendwelchen vorgenerierten Charakteren da ist. Das möchten die oft nicht. Ne? Wenn einer das wollen würde und das ist halt irgendwie in einem Rahmen, dass es okay ist, hätte ich auch kein Problem mit, aber die fühlen sich halt nicht wohl damit und die sollen sich ja wohl mit ihrer Figur fühlen. Und das ist oft nicht der Fall, weil die dann entweder zu kindlich ist oder halt schon zu sexualisiert. Und wir bräuchten irgendwas Cooles dazwischen, womit die sich halt wohlfühlen können. Was ich jetzt dann auch mache, ist oft, dass ich dann einfach selber was zeichne oder irgendwas zusammensuche. Ne? Aber ja, das ist halt so ein bisschen, es ist schon ein Alter, da muss man sich Gedanken machen, ne? Was kann man denen geben, damit die sich damit auch wohlfühlen. Denn die sind ja oft eh schon so gehemmt oder gehemmter als die anderen Altersstufen. Und wenn man es denen dann noch dadurch schwieriger macht, dann wird es halt immer noch schwerer für die. Und gibt es da vielleicht dann noch was für die Jüngeren, wo du sagen würdest, würdest du drauf achten? Oder Cassandra, du arbeitest ja, also du spielst ja mit verschiedenen älteren Kindern, ist irgendwas aufgefallen, was du bei bestimmten Altersgruppen nicht machen würdest? Dadurch, dass es ja auch meine Kinder sind oder auch meine Nichten, habe ich da sowieso keine Distanz zu, um das mal so zu sagen. Also das teilweise auch wirklich das, was Katrin gesagt hat, das stimmt nämlich komplett. Das ist der Jüngste kann es nicht gut abstrahieren. Und insofern ist es beispielsweise auch so, dass ich gar nicht so wirklich einen bösen, fiesen Charakter da performen kann. So meine ältere Nichte, die würde das cool finden. So, die hatte auch Spaß dran. Mein Kleinen würde das total irritieren. Mit dem kann ich das nicht machen. Und ich habe auch immer, worauf ich auch immer achten muss, ist zum Teil auch wirklich, dass ich jemanden habe, der beim Jüngsten die Spannung mit abfängt. Das ist beispielsweise auch was, das ich mittlerweile gelernt habe bei uns in den Runden. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Weltenbau an sich zu tun, aber ich merke, dass mir quasi noch so eine weitere Person fehlt, die das Kind begleitet, weil er halt total gebannt und gespannt ist und manchmal nicht mitspielt, aber alles hört und alles mitbekommt. Und ich dann immer ganz froh bin, wenn wir dann bei meiner Schwester sind und da dann spielen, dass meine Schwester für ihn, so seine Tante ist dann abgestellt und er sitzt dann bei ihr auf dem Schoß und kann diese ganze Geschichte miterleben. Das ist also jetzt quasi so der Meterrahmen, den ich brauche, weil ich das, wenn ich Spiel leite, gar nicht gewährleisten kann, die Kinder noch so mit zu betreuen, die das jetzt in dem Moment noch brauchen würden. Das ist für die Kleinen gut funktioniert, das haben wir auch eine Weile gemacht und machen es manchmal jetzt auch noch, wenn wir ein bisschen anspruchsvollere Sachen spielen wollen, aber die Kleinen noch nicht mitkommen, dass die eben vereinfachte Charaktere kriegen. Die spielen dann oft so ein Tierchen, was mitläuft, was dann punktuell was tun kann, was aber nicht die Verantwortung hat, dem ganzen Plot zu folgen, was dann auch mal irgendwie abgeschaltet haben kann. Oder der Hund weiß es halt nicht. Der sagt mal, aber wenn du dem dann was sagst, was gerade jetzt aktuell ist, dann macht er das so. Das ist eine gute Krücke. Auf jeden Fall, ja. Und wenn du versuchen möchtest, dass die besser abstrahieren, aber das ist dann vielleicht für eine gemischte Gruppe auch wieder schwierig, wenn du verschiedene Altersstufen hast, aber es für die Kleinen halt super gut funktioniert. Die sind halt Handpuppen, ne? Oder so. Weil was die nicht können, ist, wenn du dann vielleicht versuchst, wen anders zu spielen selber. Aber wenn das die Puppe gesagt hat, dann hast du das nicht gesagt. Das hat die Puppe gesagt. Und dann ist das für die viel einfacher, das kognitiv zu trennen, weil die eine andere Figur hat, mit der sie das verknüpft. Weil, also das geht dann relativ schnell. Das ist mal so ein hilfreicher Tipp. Und deswegen, ich sage es ja auch immer wieder, dass in so Grundregelwerken auch wenig drin ist, für was mache ich als Elternteil. Ne? Genau für solche Sachen, weil das wäre ja gar kein Ding. Wir haben Tausende von Da solchen musst du Sachen. drauf kommen, ne? Ja, Genau. Und ja. dann würde ich dann einfach den Bösewicht mit der Puppe sprechen. Und dann Ja. würde mein Jüngster nicht jedes Mal so erschrocken sein, wenn da irgendwie sowas wäre. Ja, es Ja. kann auch so das Vertrauen zu dir verbessern. Ja. Ja, oder wenn man keine Handpuppe hat, geht sicher Stofftier. Ja, oder du Ja. kannst auch eine Figur auf ein Papier malen und hinhalten oder so. Also das ist alles, das muss halt nicht so Hightech sein, aber es ist, müsste irgendwie sein. Ja, das ist super. Aber deswegen mag ich ja beispielsweise auch wirklich Little Wizards so gerne, weil dadurch, dass die Kinder oder die kleinen Zauberer und Hexen noch ihren tierischen Begleiter haben
Und da merke ich halt auch immer wieder, dass dann so gerade der Kleine mit seinem tierischen Begleiter einfach viel interagiert und super happy damit ist. Und das ist halt auch schön, ne? Also dann hat er da immer so seinen Ansprechpartner, seinen Spielpartner im Spiel, während die anderen dann halt was machen und er dann so hinterher dappelt. Aber er hat halt die ganze Zeit seinen T-Rex im Rucksack mit Keksen gefüttert und ist so einfach selig. Ja, das ist auch bei den Kleinen, das mache ich häufig, dass die auch alle so einen Tierbegleiter haben. Wenn die größer sind, dann bin ich auch dafür nicht so verantwortlich, dann müssen sie sich selber kümmern. Und wenn die vergessen, dass sie den haben, dann kann er halt auch nichts machen. Aber für viele ist das auch noch so eine Unterstützung, weil die sich dann auch nicht so alleine fühlen. Und auch gerade falls oder wenn irgendwer im Solo spielt mit dem Kind, ne, dann brauchst du sowas unbedingt, dass du noch irgendwen hast, der so dann noch mitläuft. Das Ja. hilft dir. Mein ältester Sohn, der benutzt aber den tierischen Begleiter leider immer erst so ein Power-Gamer, er ist immer so der Min-Maxer so von der Runde. Der hat dann immer den Falken, der alles sehen kann. Er hat dann immer den kleinen Geparden, der irgendwie das und das machen kann. Also er ist immer sehr darauf aus, so seinen Charakter mit diesem tierischen Begleiter zu verbessern, während so der Jüngste den wirklich als so einen emotionalen Pate. Das ist halt auch immer ganz spannend, das dann zu sehen. Das kannst du aber als Spielleiter ganz gut steuern, indem du Aufgaben oder Probleme quasi einfach passieren lässt, die halt ein bestimmtes, ja, bei denen jemand einen Vorteil hat. Das muss ja nicht immer der sein, es kann ja einfach die Situation sein, dass der mal den Vorteil hat, der sich gar nicht so die Gedanken drum gemacht hat. Das kannst du als Spielleiter ja einfach dann machen. Ja, deswegen auch wieder, ne, dass man die Dinge, die die Kinder mit reinbringen, für ihren Charakter auch in die Welt so integriert, dass man genau daraus dann das strickt oder auch so die Hürden, die Barrieren, die Aufgaben genau auch daran so knüpfen kann. Ja, weil dann bringt das Hochskillen auch nämlich nichts, wenn die Welt sich so verändert, dass die Skills dann nicht, also soll sie natürlich auch nicht fertig frustrieren, aber es soll ein bisschen ausgewogen sein, ne? Dass halt auch die zum Zuge kommen, die vielleicht das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, weil sie es gar nicht überblicken können, ne? Ja, dann gibt es halt einfach mal andere Aufgaben, wo dann der tierische Begleiter, der sonst eigentlich nur so ein bisschen Unterstützung seelisch ist, dann der Einzige ist, der jetzt mal hilft. So. Genau, und Kinder, die bauen ja das ein, das, was sie selber gerne machen würden oder was sie interessiert. Also wenn man sie dann selber zum Beispiel wenn man sagt, was würde dein Charakter jetzt am liebsten machen oder was interessiert dich gerade? Was würdest du da als in der Gegend zum Beispiel treffen? Oder was lebt da im Wald? Dann bauen die ja selber ihre Interessen ein. Also so kam, also weil jetzt ja die Frage kommen, weil die Frage ja gekommen ist vorher schon, wie baut man Interessen ein? So, um das so ein bisschen mit Indem man danach einzuleiten. fragt erstmal, zum Beispiel, Genau. was würdest du gerne erleben? Was wärst du gerne? Wo würdest du gerne hinreisen? Irgendwie, ja, wem würdest du mal gerne begegnen? Das kann man wirklich auch fragen im Vor- oder Nachgespräch, ne? Oder auch, was hat dir heute gefehlt? Was würdest du gerne nächstes Mal erleben? Das kann man einfach dann fragen und dann muss man natürlich eine Möglichkeit finden, die Welt dem anzupassen. Und natürlich, wenn man jetzt in irgendeiner Welt spielt, die total fest beschrieben ist, wo es halt keine Zuckerwatte gibt, irgendwie, weil es ist halt nicht erfunden worden, dann hat man Pech gehabt. Aber also dann muss man vielleicht auch einfach die Welt umschreiben. Macht sie dann sowas Ähnliches wie Session Zero, wo genau das gefragt wird, wie soll für euch die Welt ausschauen, was interessiert euch? Also unter Anführungszeichen Session Zero, es wird wahrscheinlich ja zeitlich abhängig sein, wenn man nur so ein kleines Vorgespräch macht. Also bei uns eher nicht, weil wir das ja wirklich im Familienkontext so Ja. spielen und wir, also die Kinder gerne diese My Little Pony-Kampagne auch spielen wollen. Und ich auch merke, gerade bei den Größeren, die haben da Spaß dran. So mit dem Jüngsten bin ich auch da wieder dazu übergegangen, das dann lieber zu separieren, dass wir dann halt auch sagen, wir machen ein anderes Spiel zusammen mit ihm, als diese Familienrunden, die da festlaufen mit den größeren Kindern. Und da würde ich das dann auch wieder mehr auf seine Bedürfnisse dann. Ja, gerade im Ja. Familienkontext will man wahrscheinlich eher wissen, was das eigene Kind gerade mag. Das ist halt der Vorteil auch. Ja, dadurch, dass ich ja auch immer die Hörspiele zusammen höre,
mit den Kindern kommen da immer schon viele, viele Ideen und viele Stories auch auf und merke ja auch, welche Folge hört er sich jetzt schon irgendwie schon zum 10. Mal an, weil er die ganz besonders interessant findet. Ja. Ich mache das schon, also ich mache jetzt nicht eine separate Session Zero. In den Therapien klappt das halt ähnlich, weil das sind ja fortlaufende Sachen, da kommen immer einzelne Kinder zu, aber ich nehme mir immer am Anfang der Stunde ein bisschen Zeit, um zu gucken, ob irgendwas ist, was die jetzt gerade beschäftigt, worauf ich einfach Rücksicht nehmen muss, weil gerade irgendwas passiert ist, was sie total, ja, weil die sonst nicht spielen können oder sowas, ne? Zum Beispiel einmal wie diese Sache mit dem Jahrmarkt. Ich wollte gar keinen Jahrmarkt spielen, aber wenn ich weiß, das Kind kann sich nur auf Jahrmarkt konzentrieren, dann gab es halt an dem Tag mal einen Jahrmarkt. Und am Ende gibt es immer eine Reflexionsphase, wo wir darüber sprechen, was hat gut geklappt, was hat nicht geklappt, was hat mir gefehlt, ne? Was brauche ich nächstes Mal? Und da können die auch Wünsche äußern, sage ich auch ganz explizit, was sie im Spiel gerne drin haben oder was ich vielleicht auch vergessen habe, woran ich nächstes Mal unbedingt denken muss oder wo sie selber dran denken müssen, weil sie es einfach vergessen haben, irgendeine Fähigkeit oder ihren Begleiter, weil sie den ganze Zeit nur im Rucksack haben und nie dran denken, dass sie den dabei haben oder sowas. Dass wir dann am Anfang nächstes Mal sagen, und was habt ihr denn alles dabei? Schau doch nochmal in deinen Rucksack. Sowas alles. Ne? Also ich mache das schon und sage auch immer, dass sobald, wenn die irgendwas betrifft oder die irgendwelche Bedürfnisse haben, dass sie das äußern sollen. Oder auch wenn ich was mache, was sie gar nicht abkönnen. Ne? Natürlich. Bei mir ist ganz wichtig, dass sie das kommunizieren, weil es eben auch nicht meine sind und ich weiß nicht genau, was die immer alles im Kopf haben, was die dann betrifft. Im Nachgang sprechen wir da aber auch so drüber, dass ich dann auch gerade dann auch frage, was hat euch am besten gefallen? Ne? So ein bisschen dieses Stars and Wishes, was man ja auch als Methode kennt. Was wünscht ihr euch fürs nächste Mal? Wo wollt ihr hin? Was möchtet ihr machen? Und das auch auf jeden Fall. Jetzt hatte ich gerade noch irgendeinen Gedanken, den habe ich aber gerade verloren. Genau, ich hatte beispielsweise, als wir zu Halloween gespielt haben, da habe ich dann Spuk in Equestria gespielt und habe dann aber auch den Kindern gesagt, wir wollen es jetzt ein bisschen unheimlicher machen. Wir testen das aus, sagt Bescheid und schon so ein bisschen diese X-Card-Geschichte versucht mit den Kindern so zu kommunizieren, zu sagen, wir loten das jetzt hier ein bisschen aus. Sagt Bescheid, wenn. Und das fand ich nämlich auch mal ganz interessant, mal so im Vorfeld zu fragen, ist das okay für euch, wenn wir es jetzt ein bisschen gruseliger machen? Sagt aber, ab wann wird es euch zu gruselig? Und da habe ich gemerkt, die Kinder haben sich damit sehr, sehr wohl gefühlt, hatten dann richtig Spaß und haben auch das Gruseln gemeinsam sehr genossen, weil sie halt wussten, dass sie trotzdem jederzeit die Herren über die Lage bleiben, weil das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, das Interesse, also Interessen einzubauen, das geht eh ganz leicht, aber wenn man mit den Kindern direkt redet. Was sonst noch so auf meinem Zettel steht, so der letzte Punkt, wie gesagt, Katrin hat vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das ist bei immer ganz am Anfang. Was für Inspirationen habt ihr? Also ich habe mir da jetzt einen kleinen Turm gebaut mit Inspirationen, gerade zu dem Thema, was kann man nutzen, wenn man nicht nur schwarz-weiß arbeiten möchte, nicht nur gut und böse einbauen möchte. Aber ich würde jetzt bei den Gästen da Vortritt lassen. Was nehmt ihr für Kinderrollenspiele? Für Abenteuer, für die Welt allgemein, wenn ihr recht frei ausspielt, als Inspiration. Ja, also bei mir, wie ich ja gesagt hatte, wir spielen My Little Pony, da bin ich ganz dankbar, dass ich da die Abenteuerpfade einfach habe. Bin selber gar nicht so ein Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, von der Welt und auch nicht von den Charakteren. Die Serie fand ich total furchtbar. Deswegen, das ist eher so das Fandom, dass ich was ich dort für die Kinder nutze oder was die sich gewünscht haben. Und bin eigentlich auch eher so im klassischen unterwegs, dass ich dann weiß, was die interessiert gerade, was sie mit reinbringen wollen. Wir spielen auch in den Welten der Kinder. Also das ist halt das, was ich mittlerweile einfach schöner finde, die Rollenspiele, die sie sich selbst ausdenken. Und da sind wir, werden, also dass die beleiten uns so und die anderen Kinder spielen mit und die wissen, also die freuen sich einfach so sehr, wenn wir als Erwachsene an ihrer Welt teilhaben. Deswegen, das machen wir eigentlich auch ganz oft jetzt umgekehrt.
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich irgendwie. Also, außer dass ich halt My Little Pony Fan schon immer war, irgendwie so diese 80er, hab ich ja gesammelt auch früher. Und ich komm damit ganz gut zurecht, so irgendwie, weil ich finde, das funktioniert halt auch ganz gut, weil es da auch immer um Problemlösungen geht, ne? Das ist halt das Schöne bei diesem Spiel. Da gibt es zwar auch irgendwie Bösewichte, aber die Regel ist halt, dass irgendwer ein Problem hat und wir lösen das Problem. Also es geht eigentlich um gewaltfreie Kommunikation irgendwie in diesem Spiel. Und das lässt sich halt auch ganz gut abwandeln. Und darum habe ich das auch immer viel gespielt. Und ich habe das auch, ja, mit denen gespielt, die keine Pony spielen wollten. Die durften dann Drachen oder Greife oder was auch immer spielen. Die Welt ist ja groß. Man kann da ja auch, ohne Ponys zu begegnen, irgendwie spielen. Das geht ja auch. Aber also das war das eine, das haben wir viel gemacht. Als wir angefangen haben, mit den Kindern zu spielen, haben wir uns eigentlich in Tolkiens Welt erstmal orientiert, so, weil die eben auch einen kleinen Hobbit kannten und sowas. Und das ist halt auch so das klassische Fantasy ist. Wenn man so ein bisschen Fantasy kennt, kann man sich auch in etwa vorstellen, was das dann so ist. So, und darum haben wir jetzt eben auch The One Ring mit denen gespielt, ne? Und die sind halt dann ja schon ein bisschen größer. Die Kleine darf dann mit einfacheren Regeln mitspielen. Aber das funktioniert dann ganz gut, weil die eben auch die Welten kennen, weil sie den Hobbit auch gelesen haben oder vorgelesen bekommen haben. Und das auch eine ganz gute Welt so ist. Und ansonsten, ne, orientiere ich mich auch, genau wie Cassandra sagt, was die so hören, was sie so gucken, ne? Alle möglichen Geschichten. Und auch ganz viel bei mir sind aber Märchen. Ich habe auch sehr viel Märchen immer gelesen. Ich habe ja auch so einen Germanistik-Hintergrund. Und ich nehme ganz viel von Welt und Kreaturen halt auch aus meinem Biostudium, muss ich sagen, ne? Weil ich interessiere mich auch so total für Baupläne von Lebewesen. Und da kann man so viele spannende Figuren mit reinbringen, die irgendwie anders und fremdartig sind und wie die funktionieren, was die für Probleme haben und auch Ökologie da mit reinbringen. Das war auch mein erstes Abenteuer, was ich als Spielleiterin noch als Jugendliche geleitet habe, damals war ein Ökologieabenteuer, wo irgendein Wald, da wurde irgend so eine Magie, Chemie-Explosion passiert ist und dann irgendwelche Tiere da mutiert sind und die dann auch gucken mussten, wo kommt das denn her? So irgendwie. Und das ist so, was mich so sehr geprägt hat, ne? Und ich lese halt viel so Klassiker auch, irgendwie Schatzinsel oder was weiß ich. Und Frankenstein oder was. Und da kannst du von allem was mit reinnehmen. Ne? Die haben immer wieder irgendwelche Probleme, sind alles missverstandene Personen mit schwierigen Hintergründen. Und ich glaube, es ist eigentlich ziemlich egal, wo du dich bedienst. Du musst das nur irgendwie, also alle klauen irgendwas und kombinieren es neu. Es muss halt dann so sein, dass es dann für die Kinder passt. Ne? Da fällt mir aber auch gerade ein, weil wir Genau. eine Weile uns sehr mit den Expeditionen beschäftigt haben in die Arktis. Und die Kinder auch sehr interessiert dran waren, wenn wir uns die Dokus angeguckt haben. Jetzt natürlich nicht die mit den grausamen Details und dass sie alle Ja. gestorben sind und so, aber dass die da auch immer total interessiert sind. Und jetzt auch beispielsweise, weil wir auch ganz viel Maritimes spielen und dementsprechend auch alles bei uns mit Schiffen zu tun hat und mit Ja. Luftschiffen. Und deswegen ist es auch der Grund, warum sie diese My Little Pony-Kampagne so abfeiern, weil sie das einfach lieben, selber jetzt Captain zu sein, nachdem sie halt mitbekommen haben, wie viel bei uns gespielt wird in dem Bereich. Und man könnte ja auch so eine kleine Expedition ins Eis machen. Und das hatten wir, da haben wir nämlich auch so ein Little Wizards-Abenteuer dann mal gemacht, als es um Weihnachten ging. Und dann sind die auch ins Eis geflogen. Und das ist halt schon immer ganz toll, dass man dann das auch nochmal, was man sowieso familiär gerade so als Thema hat oder wofür sich alle begeistern, und dass man es dann nochmal für die Kinder aufbereiten kann. Ja, und also gerade auch um Weihnachten, das ist auch wieder so ein Thema, ne? Du kannst wunderbar irgendwelche Weihnachtsmythen auch benutzen und damit was machen. Du darfst natürlich jetzt nicht, geh nicht in den Winterwald spielen und die erfrieren lassen, aber man kann trotzdem irgendwelche Ideen davon ein bisschen entschärft nehmen, um vielleicht irgendwelche spannenden Rahmen zu schaffen damit, ja. Ich würde es noch herzeigen, was ich jetzt so vorbereitet habe. Fangen wir mal mit den Büchern an. Ich habe noch ein paar Filme, die was wir noch rausgesucht haben, Markus und ich gemeinsam. Bei den Büchern, ich weiß nicht, ob das viele kennen, es ist leider bei der Serie nur das erste Buch auf Deutsch erschienen. Die Reihe ist aber abgeschlossen auf Englisch. Und zwar von James A. Owen.
The Chronicles of the Imaginarium Geographica. Da geht es um die Drachenboote. Und zwar ist es eine fiktive Geschichte um die Hüter des Imagium Geographica. Das ist ein Buch, was eine Welt zeigt, wo alle Figuren von Romanen und Sagen leben. Das spielt im Zweiten Weltkrieg. Und der Haupthüter, das stellt sich ja im ersten Teil am Ende heraus, ist ein sehr bekannter Fantasy-Autor. Und auch seine beiden Freunde sind sehr bekannte Fantasy-Autoren. Und sie finden auch selber raus, dass andere, die was in dem Bereich tätig waren, ehemalige Hüter waren. Und die fahren mit diesen Drachenbooten in dieses Land, wo diese Figuren leben, und müssen da Konflikte lösen. Also das wäre zum Beispiel auch ein größerer Rahmen, was man gut übernehmen kann mit verschiedenen Altersgruppen. Man kann zum Beispiel sagen, das muss jetzt nicht unbedingt Fantasy oder Märchen oder was sein. Man kann es ja mit einer Science-Fiction-Welt zum Beispiel machen, wenn das die Kinder oder Teenager gerade interessiert. Für Kleinere würde das eher weniger in die Richtung machen. Vielleicht mit Märchen, dass die ein Märchenbuch haben, auf das sie aufpassen und dadurch verantwortlich sind für die Märchenwelt. Also das Konzept ist eigentlich sehr flexibel. Das wäre unser erster Vorschlag. Dann, Katrin hat das ja vorhin angesprochen, Klassiker, die Borger, glaube ich, kennt auch jeder. Das ist super für kleine Kinder von Mary Norton und Emilia Zuback. Bei uns die Illustration, die Version haben wir, wo kleine Leute in einem Menschenhaus wohnen und dadurch eben auch Probleme bekommen durch die Großen, durch die Menschen oder zum Beispiel versuchen, bestimmte Sachen zu bauen, sich auszuborgen. Also da kann man wirklich sehr viel Unterschiedliches, gerade auch mit kleineren, machen, dass man auch sprichwörtlich mal einen anderen Blickwinkel hat auf bestimmte Dinge. Und mein momentaner großer Favorit, ich glaube, das würde Cassandra und ihre Kinder auch sehr gut gefallen, Die Hüterin der Drachen heißt das Buch, ich muss vorher vorlesen, so riesig ist. Und zwar ist der Text von Curatoria Draconis. Das ist wunderschön illustriert von Tomislav Tomic. So schaut das aus. Oh ja, ich find's jetzt schon schön. Wunderschön. Es geht im Prinzip um eine Crew eines Schiffes, die Drachen erforschen. Man sieht hier zum Beispiel die Illustration von der Crew. Oh, cool. Man kann es auch super sicher übernehmen für ein Rollenspiel, dass das Schiff, das überleben auch die verschiedenen Drachen, die sie finden und schützen. Und in der Geschichte geht es darum, sie suchen einen speziellen Drachen, der fast ausgestorben ist. Das ist auch mal wieder was, wo man nicht gut und böse spielen muss. Ja, ansonsten, gerade wenn man so in den Bereich Fantasiewelt, wie taucht man darin ein? Ein bisschen eintauchen möchte mit den Kindern Wonderland. Das ist ein Anime. So, wir haben jetzt dann nur mal Animes. Aber da muss ich echt sagen, ich liebe auch Animes. Mein Jüngster kann das gar nicht. Der kann, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich habe tatsächlich das auch mal versucht, irgendwie zu durchdringen und zu verstehen. Der hat irgendein Problem mit der Musik und mit der Andersartigkeit der Geschichte. Ich weiß es nicht. Also die sind ja schon sehr emotional, ne? Ja. Manche können überfordern. Also gerade wenn du jetzt diese Miyazaki-Sachen anguckst, ne? Die gehen ja unheimlich tief so. Also manche von denen sind auch todtraurig, ne? Mhm. Und also die können überfordernd sein. Das kann ein Punkt sein. Ich meine, es gibt auch einfach so ästhetische Geschmäcker. Also meine Kinder lieben die total, ne? Und in meiner Therapiegruppe jetzt, wo die alleine sich sowas auswählen konnten, haben die auch Anime quasi als Rahmen genommen, wobei ich gesagt habe, okay, Anime ist kein Genre, Anime ist halt sowas, wie wenn du sagst, wir spielen Kinofilm. aber
Es kann tatsächlich gerade mit der Die Musik Musik, ein ja. bisschen zu viel wahrscheinlich sein, wär meine Vermutung. Was wir bei Miyazaki angefangen haben, ist das Königreich der Katzen. Das ist Das ist. ziemlich simpel. Man hat keinen richtigen Bösen. Der Böse wird da komplett erklärt, warum er handelt, wie er handelt. Der möchte eigentlich nur was Gutes machen, versteht halt nicht, was er für Probleme damit Ja, auslöst. Das ist ziemlich gut auch für die Kleinen zum das Verstehen. ist auch bei fast allen Miyazaki-Filmen sowas, ne? Also bei Miyazaki geht es ja viel um Fremdartigkeit und sich mit dem Fremden auseinandersetzen. Wenn man jetzt auch bei Chihiro guckt, da gibt es so richtig gruselige Monster, vor denen sie aber dann irgendwie dann doch wieder auch gar keine Angst irgendwann hat an einem bestimmten Punkt, die dann irgendwie so Teil der Welt sind und zu denen man irgendwie in Bezug steht, aber sich damit arrangieren kann, ne? Das ist so ein bisschen der rote Faden bei Miyazaki überhaupt. Und das finde ich auch so toll. Und deshalb finde ich auch eigentlich die Miyazaki-Filme eine gute Schablone, wie man mit Fremdartigkeit und mit Monstrosität umgehen kann. Weil das alles, es sind andere Blickwinkel auf Welt, die irgendein Motiv haben, das nicht immer ersichtlich ist, weil es so fremd ist. Aber sie sind deshalb nicht irgendwie böse oder schrecklich, sondern sie wirken faszinierend. Und diese Faszination für das Fremde, für das Andersartige und dieser Wunsch, das verstehen zu können, das ist sowas Verbindendes und auch sowas, was irgendwie, ja, was so wertvoll ist, um überhaupt so Annäherung zu schaffen in Welt. Also ich finde, da muss eigentlich, genau in so einem Punkt muss Rollenspiel ansetzen, um eigentlich pädagogisch wirken zu können. Und deshalb, also empfehle ich total. Wenn es irgendwie kann, sich daran zu orientieren. Ja, bei ihm ist es ganz oft so die Ausgangssituation, die ihn immer so erschreckt. Also er hat diese Heldenreise, die ja auch sehr klassisch ist, die nur immer anders erzählt wird. Aber das ist irgendwie nichts für ihn. Also er braucht eigentlich so ein sehr harmonisches und feel-good Umfeld, um sich dann zu trauen. Also in dem Moment, in dem dann auch im Film der Hauptcharakter irgendwie alleine ist oder irgendwie in eine Situation gerät, da ist bei ihm der Ofen sofort aus. Dann ist er weg. Ja, was ich bei mir sage, eben überhaupt bei sehr viel Anime ist angenehm finde, ist, dass diese Erzählpausen drinnen sind, wo die Kinder nochmal ein bisschen runterkommen können. Bei mir sage ich, ist es oft so, es passiert irgendwas und danach ist diese kurze Erzählpause, wo zum Beispiel die Chihiro mit dem Zug hinfährt, wo nur dieses kurze, diese Zugfahrt dann nochmal geschildert wird, bevor sie wieder Action hat, wo dann Außer diese Hexe trifft. die Musik ist in diesen Pausen sehr, sehr offensichtlich. Was ich nämlich schon oft hatte bei ihm, das habe ich wirklich durch ihn erst gemerkt, dass er die Musik ganz anders wahrnimmt als ich beispielsweise, weil er schon den Bösen identifiziert, nur weil die Musik sich ändert zu einem Zeitpunkt im Film, in dem der Bösewicht noch gar nicht sich offenbart hat. Hat er schon verstanden, dass das ein Böser ist, Dass das Motiv ist. weil die Musik anders ist. Also er ist extrem empfindlich oder empfänglich für die Musik in diesem Film. Und da sind Animes ja wirklich ganz, also wirklich extrem gut komponiert und benutzen das. Und ich glaube, das trifft bei ihm so einen Nerv. Und da ist er, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu jung, um das gut Ja, vielleicht zu braucht er dann eigentlich verarbeiten. einfach noch ein bisschen Zeit, ne? Vielleicht ist das einfach noch zu früh. Also ich habe mir vor einer Weile mal die rote Schildkröte angeguckt und ich fand es auch ganz, ganz fürchterlich. Ich ging total aufgelöst aus diesem Film raus. So. Irgendwie, also es kann einen schon mitnehmen. Deshalb. Also, Ja, die rote Schildkröte ist ja nochmal extra, weil da nichts gesprochen wird. Das, da geht, wird ja nur über Bild und Musik kommuniziert. Boah, es ist sehr anstrengend. Also, Würde ich für Kinder überhaupt nicht nee, ist empfehlen. auch kein Ja. Kinderfilm. Absolut kein Kinderfilm. Aber Aber jetzt mal auf den. ja, Jetzt ja gleich ja, ich die werde Kurve mir den kriegen. angucken. Ich werd mir den auf jeden Fall angucken, weil der Ältere beispielsweise findet es auch cool. Also mit dem gucke ich das auch gerne. Ja. Ja, aber sonst vielleicht einfach warten und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Aber ich kann es total verstehen, ne? Es gibt unheimliche Einsamkeit, ne? Und das ist so intensiv. Und natürlich sind die Helden auch total faszinierend, weil sie ja mit den Situationen klarkommen, ne? Die kommen ja auch immer durch. Und irgendwie schaffen die das auch und wachsen total dran und werden total stark. Aber an bestimmten Punkten ist es nicht begreifbar, dass sie es überhaupt noch schaffen können. So. Und das kann ein Kind dann auch überfordern. Und das ist genau, ne, wie wir eben darüber gesprochen haben, das sind bestimmte Stufen. So, und
Und da muss man auch nicht verzweifeln und auch nicht sagen, oh Gott, und das Kind kann das nicht. Vielleicht kann es das auch gar nicht können zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es auch gut und dann muss man das auch nicht damit quälen. Dann muss man an einer anderen Stufe ansetzen und gucken, was tut dem Kind denn jetzt aber gut und womit kann es denn jetzt aber oder gut umgehen und welche Filme sind jetzt in diesem Zeitpunkt dann vielleicht angenehmer. Und dann ist es vielleicht nicht Anime. Ja, man muss ja immer schauen, wie weit erstens mal die Kinder sind und wie die Filme die bestimmten Themen da umsetzen. Bei uns ist es immer so, dass wir vorher den Film anschauen, bevor wir es unserer Kleinen zum Anschauen geben, damit wir es auch besser einschätzen können. Ja, um jetzt nochmal auf den Film zurückzukommen, Wonderland, das Königreich im Keller, im Prinzip klassische Erzählweise wie bei Narnia. Man hat die Gegenwart und durch einen Zufall oder durch ein kleines Geschehnis kommt die Protagonistin in dem Fall in eine Zauberwelt, wo alles ganz anders ist. Und da sind aber auch kleinere Konflikte, die man sehr gut mit kleinen umsetzen kann. Zum Beispiel, sie kommen in ein Dorf, wo die Leute rote Schafe, also wo die Leute Schafe züchten und die ein spezielles Färbemittel haben und deswegen sehr bekannt sind. Und die stricken Pullover, um bei einer Messe dabei zu sein, damit sie es besser verkaufen können, weil sie halt momentan sehr wenig Geld einnehmen und weil es eine marodierende Banditengruppe gerade in der Gegend gibt. Und in dem Fall geht es darum, dass die Heldin dann einfach sagt, dass die Heldin dann sagt, sie nimmt den Pullover mit und reicht ihn bei einem besonderen Wettbewerb ein, weil die, was dann ersten Platz machen, die sind dann im ganzen Königreich gefragt. Also man muss da nicht immer die Banditen hauen gehen. Das wäre zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, wie man das auch umsetzt. Dass man sieht, wie geht es auch anders, wenn man diese klassische Situation hat. Beziehungsweise vielleicht hilft es auch manchen Kindern, wenn man in einer realen Welt anfängt und auch direkt zeigt, ihr habt da jetzt ein Portal oder was, ihr könnt jederzeit wieder in die reale Welt kommen. Ihr müsst jetzt nicht in dieser Fantasiewelt bleiben. Gibt ja auch einige Spieler, die was damit arbeiten. Dann habe ich noch zwei. Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Das ist auch eine ganz süße Geschichte von einem Bruder und einer kleinen Schwester. Da geht es um ein Kindergartenkind, der die ganze Zeit alleine mit seinen Eltern war und wie jedes Kind halt gut behütet und der Schatz der Familie war. Und dann kriegt er eine kleine Schwester. Und jeder, der mehrere Kinder hat oder Familien kennt, die ein kleines Kind dann dazu kriegen, das funktioniert am Anfang überhaupt nicht. Er kann die kleine Schwester überhaupt nicht leiden, er darf sie ja nicht anfassen, weil sie sofort zum Weinen anfängt. Und die Geschichte, die arbeitet so lieb damit. Und zwar besucht ihn eines Tages dann seine kleine Schwester als Teenager. Und erklärt ihm dann, was er eigentlich macht. Also das ist so eine kleine Zeitreisegeschichte, wo man auch nochmal die Perspektive wechseln kann mit den Kindern. Man erzählt eine alltägliche Geschichte und sie können zum Beispiel einen der Charaktere nochmal treffen und als ältere Persönlichkeit dann denen das erklären, was da eigentlich funktioniert, wie dieses Gefüge gerade funktioniert, was da eigentlich für eine Geschichte gerade erlebt wird. So bis sie in der Metaebene dann spielen. Das wäre auch eine Idee, da hast du auch dann kein Gut und Böse. Also sehr empfehlenswerter Film, wenn man den sehen möchte. Oh, ich möchte ihn unbedingt sehen. Ich glaube, das Kind, das wird davon total verwirrt sein. Der weiß, der hat Ja. sowieso Probleme mit morgen, gestern. Ja, das ist, glaube ich, auch für kleine Kinder überhaupt nicht verständlich, weil es tauchen dann andere Figuren auf, zum Beispiel ein Mann taucht dann plötzlich einmal auf und er sagt, er ist der Prinz der Familie und der Junge irgendwann mal findet er raus, das ist der Hund, wie er sich selber sieht, er ist der Prinz, er war ja vor dem jungen Ascher da und war Oh, da der Liebling. da kann man eine Itraspi-Story draus machen.
Ja, eindeutig. Sehr gut. Und was dann auch noch in die Richtung geht, ähnlich wie bei Wonderland, wäre Brave Story. Das ist auch eigentlich schon ein älterer Anime. Da geht es um einen Jungen, dessen Mutter schwer krank ist, und er reist dann in eine Fantasy-Welt, um ein Heilmittel zu finden. Gerade wenn man dann Kinder hat, die mit diesem Thema Krankheit oder gerade jetzt Pandemie umgehen, versuchen zu lernen, ist es auch ein super Thema, damit man das ihnen vielleicht verständlich erklärt. Nur so, das sind die Ideen, die was wir gehabt haben, gerade zu dem Thema nicht gut und böse, sondern andere Themen umzusetzen. Was für Inspirationsquellen gibt es da? Also Heilmittel suchen ist auch immer eigentlich eine gute Möglichkeit irgendwie. Das kann man auch manchmal dann ein bisschen strecken. Das kann man kurz machen, ne? Oder man kann es strecken, indem man mehrere Zutaten suchen muss und auch irgendwen, der es zusammenmischt. Also das lässt sich viel daraus machen. Thema Heilmittel so. Genau. Ja, und im Chat ist auch noch eine Frage gekommen, nochmal zum Material, wie man eine Welt lebendiger und lebendiger machen kann. Wie kann man dieses Charakterplay bei den Kindern besser unterstützen? Würdet ihr da empfehlen, einen Parcours zu bauen, wo sie dann drüber laufen können bei bestimmten Abschnitten der Geschichte, oder so eine Art Entdeckungsreise machen, die, was man wie eine Schnitzeljagd aufbaut oder Ja, Aufsteller machen? ich meine, du bist ja schon irgendwie ein bisschen mehr im Lab-Bereich, ne? Also gerade Genau. bei den kleinen Kindern kann das an sich überhaupt sowieso sinnvoll sein, Bewegungsspiele mit einzubauen, weil die ja zum Teil gar nicht so lange am Tisch sitzen können. Und wenn du das dann ins Spiel integrierst, dann ist das gerade bei den Kleinen total sinnvoll, ne? Gerade auf das Monsterjagd kann man ja auch eigentlich als Lab spielen, ne? Das ist ja auch so angelegt, dass man es so und so spielen kann. Aber auch so Koordinationsaufgaben, ne? Oder wenn die einen Zauberspruch machen lässt, die irgendeine Bewegung dazu machen, auf jeden Fall, ne? Also je öfter man dann irgendwie so ein bisschen Wechsel da reinbringt, dass sie nicht immer nur zuhören oder irgendwas aufschreiben, desto besser können die sich auch länger auf so eine Geschichte konzentrieren, ne? Und je abwechslungsreicher wird das auch, ne? Ob die dadurch besser ihren Charakter spielen, ist eine andere Frage, ne? Also wirklich in den Charakter reinzukommen, so Character Play wirklich zu machen, kriegst du meistens meiner Erfahrung nach am besten hin, indem du den so einen guten Sparringspartner hinsetzt, indem du jetzt zum Beispiel eine Handpuppe nimmst oder den NSC einfach mal gut machst und die dann halt so rausforderst, ne? Und dann können die drauf eingehen und wenn du einen hast, dann machen die anderen es dann auch irgendwie nach. Das ist da eigentlich am einfachsten, das darüber zu machen, dass du irgendwelche anderen Spielchen da reinbringst, bringt eher weniger, weil das die so ein bisschen, ich meine, natürlich machen die dann, die spielen die dann irgendwas da und machen irgendeine Aufgabe, dann sind die aber meistens erstmal wieder aus ihrer Rolle, weil die sich nur auf diese Aufgabe konzentrieren. Das miteinander zu verknüpfen, dann würde ich empfehlen, einfach wirklich direkt Lab zu machen. Wenn du willst, dass die aktiv in der Rolle sind und das auch machen, dann schick die zum Lab. Die Waldritter machen zum Beispiel super Familienlab. In Herten kannst du da, wenn wir mit denen ins Raumschiff gehen, bin ich demnächst jetzt wieder, freue mich schon voll drauf. Also dann würde ich, wenn das das Ziel ist, würde ich wirklich Lab machen. Aber im Pen and Paper, um in den Charakter zu kommen, wirklich über so die anzuspielen quasi. Und das Zeichnen der Charaktere, das machen sie meistens ja sogar von sich aus schon. Dass man dann meistens, manchmal habe ich das dann auch, dass in der Vor- oder Nachbereitung unserer Spielsitzungen haben sie zum Beispiel ihre komplette Ausrüstung in dieses Schiff gemalt. Also nur um wieder reinzukommen, haben sie komplett aufgemalt, was alles in dem Rucksack ist, damit wir jetzt wissen, was in diesem Schiff sich befindet. Oder halt auch, was Katrin gesagt hat, kann man auch für die tierischen Begleiter machen, wenn sie Stofftiere haben, die mit dazusetzen. Sowas schon. Aber ich bin auch bei sehr viel Bewegung, weil ich da auch ganz oft finde, dass das die Konzentration dann wieder unterbrechen kann oder stören kann. Ja, man darf auch nicht vergessen, Multitasking funktioniert erst ab einem gewissen Alter. Also man muss das einer oft da trennen oder so eine Art Hausaufgabe geben, dass das entweder vor oder danach gemacht wird. Das ist bei manchen Kindern nicht wirklich gescheit, um das so zu sagen. Manche reißt es raus, manche mögen das. Das muss man immer von den Kindern abhängig machen.
Ja, lieber Chat, habt ihr noch eine Frage? Das wäre nämlich sonst die letzte gewesen. Das würden wir nochmal kurz zusammenfassen. Okay, also die Frage ist jetzt ausreichend beantwortet, lese ich gerade. Und es scheint keine offenen Fragen mehr zu geben. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Zusammenfassend muss man sagen, man soll sich vorher mal informieren, was versteht ein Kind in welchem Alter, dass man das nicht überfordert oder unterfordert. Das ist beides nicht so ideal. Weltenbau geht aber bereits, wenn man es simpel hält, bereits mit ganz kleinen Kindern. Wenn man es mehr komplexer haben möchte, sollten die Kinder etwas älter sein. Und wenn man die Kinder genauer kennt, weiß man auch ganz genau, was sie interessiert. Ansonsten sollte man sie fragen und einfach selber ein bisschen frei Hand lassen, damit auch die Welt ihre eigene Welt werden kann. Oder habt ihr noch irgendein Schlusswort? Ich fand, das war sehr schön zusammengefasst. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, danke dir. Gut, dann möchte ich mich für heute verabschieden. Herzlichen Dank an die Gäste. Cassandra von 3P, Sehr gerne. nochmal kurz die Aufmerksamkeit auf dieses tolle Projekt, diesen Themenmonat. Links, wie gesagt, kommen in die Shownotes. Ja, vielen Dank. Wir sind im March for Kids und streamen für ein Zuhause auf Zeit. Wir haben ganz, ganz viele Streams hier bei Twitch, die das Thema Kinderrollenspiel adressieren. Wir werden am Mittwoch beispielsweise gibt es Spielvorstellungen. Da werden wir jetzt nicht nur Little Wizards und auch My Little Pony nochmal vorstellen und auch ein Paket My Little Pony verlosen. Also es gibt ein bisschen was zu gewinnen sogar hier auf Twitch. Wir haben auch Gäste, die Spiele vorstellen, die man so vermutlich noch nicht auf dem Schirm hat, die auch für Kinder geeignet wären. Und dann nächste Woche Sonntag, da wird auch Brigitte wieder da sein, weil wir dann nämlich ein Elterntalk-Thema haben. Und da wollen wir über solche Dinge auch sprechen, aber auch ganz ehrlich über solche Probleme, so was ich halt mal so angerissen habe, weil man da zum Teil ja auch wenig Austausch drüber hat. Also wir sprechen über unsere Erwartungen, über unsere Erfahrungen. Was läuft gut, was läuft nicht gut, was gibt es an Tipps, welche Auswirkungen hat Rollenspiel auf das Familienleben? Wir haben also ein wirklich sehr, sehr buntes Programm, aber wir möchten ja nicht nur über Kinderrollenspiel an sich informieren, sondern wir möchten auch Spenden sammeln. Spenden gehen an das Ronald McDonald House hier in Lübeck. Das ist ein Stiftungs- oder spendenfinanziertes Haus, das den Familien von erkrankten Kindern, die in der Klinik liegen, ermöglicht, in der Nähe ihrer Kinder sein zu können. Und dort werden auch Geschwisterkinder mit aufgenommen, sodass die Familien zusammen sein können. Wir haben Stand jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, 1060 Euro schon zusammen von 2000. Aber ein bisschen was brauchen wir noch. Deswegen einmal bitte auf den, auf den Link im Chat klicken und spenden, wenn ihr möchtet. Oder wie Brigitte gesagt hat, mal schauen, was sie da, dass sie den Link da, dass sie den Link, dem Link folgt, den sie mit in der Folgenbeschreibung hat. Genau, und sonst bleibt uns treu und schaut weiter dem March for Kids zu. Ja, und auch nochmal danke an Katrin, die ja auch ein wirklich tolles, ja, bei dir ist ja eigentlich mehr wie ein Projekt, bei dir ist Ja, ja deine Arbeit. das ist mein Job, genau. Genau. Richtig. Und ja, ich habe eben viele Projekte immer am Laufen und freue mich auch, wenn ich mal davon erzählen kann. Und ja, wenn euch das interessiert, was ich so mache, könnt ihr auf meine Internetseite nochmal gucken, www.edutel.de, der nächste Workshop für LehrerInnen und PädagogInnen und TherapeutInnen ist irgendwie Ende April. Das ist immer mal wieder irgendwas und ja, manchmal sind da auch irgendwelche Tipps oder irgendwelche Übersichten zum Runterladen. Dankeschön. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, in dem Fall auch fürs Zuschauen und fürs Mitschreiben und für die tollen Fragen vor allem. Und ich wünsche euch noch eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört bzw. schaut. Tschüss.